Gibt ja viele Menschen, die sagen, sie leben in der puren Liebe, sagen aber auch dann meistens im selben Satz oder im nächsten: Ich habe keinen Fernseher mehr, ich gucke keine Filme, ich höre nur Musik, die mir gefällt, ich umgebe mich nur mit Menschen, die zu mir passen und so weiter. So, das ist ja keine Liebe leben. Ja, das ist ja abgrenzen und nur das scheinbar, was einem gut tut, sich ja, zu Gemüte führen oder leben. Wenn dann andere Dinge kommen, die man ablehnt, stoßt man da auf Gegenwehr oder das interessiert mich nicht. Und ja, da ist keine Offenheit da. Das heißt, offen für alles sein bedeutet hier eigentlich nur, dass du dir auch alles mal anschaust, für was es denn wirklich da ist. Ja? Und wenn du in der Selbstliebe bist, dann erkennst du das alles, weil da gibt es keinerlei Ablehnung mehr. Und wenn noch eine Ablehnung da ist oder irgendwas Böses in der Welt gesehen wird oder bei irgendwelchen Menschen, die angeblich so böse sind, dann ist es ja nur wieder, wie beim Otto-Normalverbraucher auch, irgendjemand muss hier schuld an der Misere sein. Ja? Aber dass jeder das selbst in der Hand hat, sagen viele auch, das weiß ich, und deswegen lebe ich ja so diese Liebe, sage ich, das ist kein Liebeleben, das ist Abschotten und in seiner Traumwelt leben, was einerseits gut ist, aber es hat ja nichts mit offen für alles zu sein, zu tun, ja, das hat es nicht. Das muss man einfach erkennen. Und da ist halt die Kreise der Spiritualität dafür perfekt, ja, weil da gibt es so viele Dinge, wo du sagst, da bin ich angekommen. Das ist jetzt meine Berufung, das ist mein Ruhepolster, hier kann ich mich zurückziehen und und. Ist aber nur eine Sparte von ganz vielen. Ja? Weil alles hat ja einen Sinn, was hier ist und was hier war. Und zu was es führt jetzt. Aber dass jeder Einzelne mit daran beteiligt ist, da ist dann eine Grenze, die sie nicht öffnen können in sich. Also nicht nur der Otto-Normalverbraucher, dessen Standardspruch ist, was kann ich als Einzelner schon ändern, sondern auch die, die nicht über den Tellerrand schauen. Ja, die, ich weiß nicht, schon lieber dann 5 Meditationen die Woche machen oder irgendwelches Ritual, aber das große Ganze nicht verstehen. Und wenn du nicht verstehst, was der Ursprung von uns ist, ist alles andere nur. Moment, Brina, übernimm du mal. Ja. Also, es ist ja so, dass man ja Fragen über Fragen hat. Wie ist dies entstanden? Wie ist jenes entstanden? Warum ist das so und warum ist dies so? So, diese Frage kannst du dir komplett selbst beantworten, wenn du an den Ursprung gehst. Das heißt immer, folge dem Wasser. Ja, wir sind ja auch ganz viel Wasser. Wasser ist der größte Informationsträger. Und ja, wenn du den Ursprung verfolgst, wo die Quelle ist des Ganzen, wo das Wasser herkommt, dann weißt du auch, wo du herkommst. Dann weißt du auch, was hier vorher war. Und dann weißt du, was geschehen ist. Und du siehst ja da draußen, was im Moment ist. Aber du weißt auch ganz klar, wie du das, was da draußen ist, von jetzt auf gleich ändern kannst. Ja, daher musst du wissen, was der Ursprung ist. Und Zeichen und Beweise gibt es immer noch, trotzdem so viel an Kultur vernichtet worden ist. Und wenn du den gefunden hast, den Ursprung, und du fühlst den auch noch, und dann kannst du dir dies und jenes auf einmal komplett erklären. Du kannst dir eigentlich erklären, warum die ganzen Weltkriege waren, warum ein Staat entstanden ist oder mehrere Staaten, die ja eigentlich gar keine Staaten sind. Ja, und alles das, was heute ist, trägt die Handschrift von früher in sich. Ja, und deswegen, wenn man den Ursprung weiß, dann weiß man, warum alles sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Also es ging vom Matriarchat ins Patriarchat über. Ja? Da kann jeder selber mal nachrecherchieren, wann das so alles passiert ist. Es gibt auch wunderbare Hinweise in ganz vielen Gräbern, die so ausgegraben werden, wo auch immer wieder gesagt wird, es wurde so gut wie noch nie ein nicht geplündertes Grab gefunden, obwohl dann Grabbeigaben dabei sind, wie irgendwelche Speere, Messer, Dolche und so weiter. Also unserer Meinung nach ist es so, dass die geplündert wurden und es wurde etwas anderes hineingelegt. Wieso hieß es denn bei Tutanchamun, es wäre das erste unversehrte Grab? Und die Bilder, die wir davon kennen, da sieht man ja, wie viel Gold da mit drin war und heute noch. So, und bei den anderen können wir uns gut vorstellen, die
die guten Grabbeigaben wurden geplündert und es wurden andere Sachen hineingelegt, damit sie als etwas anderes dargestellt werden, was sie eigentlich waren. Das ist Vertuschung der Geschichte. Und wichtig ist, dass das Wichtigste, was mit im Grab lag, was sozusagen diesen Mensch identifiziert hätte, diese Dinge haben gefehlt, wohingegen dann Speere und sowas dann zurückgelassen worden sind. Da sind ja dann immer, das war ja wie eine Schnitzeljagd im Laufe der Zeit. Wie viele späteren Kulturen, also aus dem Urmutterstamm resultierte Mini-Stämme, also kleinere Stämme, Abstammungen, haben sich dann über die Gräber hergemacht und jeder wollte halt diesen einen Schatz finden. Ja, das ist eigentlich der Schatz, um den es sich hier überall dreht. Das ist der Schatz, der bei Herr der Ringe davon die Rede ist. Den Indiana Jones sucht. Jeder sucht diesen Schatz. Ja. Und es gibt nur diesen einen. Die Kirche nennt ihn den Heiligen Gral. Ich nenne ihn nicht den Heiligen Gral. Ich nenne ihn als das, was es ist. Und zwar unseren Urmutterstamm. Einige nennen es auch das Bernsteinzimmer. Ja, das Bernsteinzimmer hat aber eine ganz andere Bewandtnis. Da würde wieder 50 Shades of Grey mit hinzufließen. Das musst du genauer... Das kann ich so jetzt nicht genauer erklären. Jemand, der einen Impuls hat, der kann gerne jetzt recherchieren, weil wer einen Impuls hat, wird automatisch in diese Richtung geführt. Genau. Vielleicht nicht direkt, aber du musst ja erstmal ein gewisses Grundwissen haben oder ein Wissen drumherum, um das zu verstehen oder verstehen zu können. Um verstehen zu können, was damals war und warum es dann auf einmal umschwenkte. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen und mit was es umgetrieben wurde. Ja? Es ist mit den Gräbern eigentlich das Gleiche wie mit Kirchen und anderen Bauten. Dinge wurden abgehängt oder vernichtet und wurden ersetzt durch christliche Sachen. Ja? Wir sagen ja, der große Umschwung kam durch die Zwangschristianisierung, weil das den Menschen immer noch nicht klar ist, wenn ein Glaube unter Zwang, Todesfolter und so weiter eingeführt wird, diesen oder gar keinen, dann kann mit dem was nicht stimmen. Also stimmt auch zwangsläufig mit der ganzen Bibelgeschichte so etwas nicht. Genau, weil zuerst war nun mal die Mutter da. Ja. Was dann in der Bibel daraus resultiert, dass es die Mutter Gottes ist. Ja. Ja, also sie ist unsere aller Mutter. Ja, von uns allen. Die Urmutter. Es gibt so viele Stämme, die damals hier waren und fliehen mussten, weil sie bekämpft worden sind. Und es gibt noch so viele Stämme, Reststämme davon. Und es sind so viele, das hätte ich nie gedacht, dass es doch noch so viele sind, die immer noch dem Matriarchat folgen und die sich dieser Linie treu geblieben sind. Und die nicht ins Fegefeuer gehen mussten, weil sie es so weit nicht haben kommen lassen. Sind die Ausgewanderten aus Europa. Genau, wenn du am Wandern bist. Nicht Pilgern, sind ausgewandert, weil sie vertrieben wurden. Ja? Ich gebe immer einen guten Hinweis, wer einen Impuls kriegt, mal in Frankfurt, was war denn in der Judengasse? Warum gab es das nur in Frankfurt? Warum wurden die auch vertrieben? Und so weiter. Aber das kam ja erst später. Das kam später dann. Aber der große Umbruch, der ja bestimmt eine Zeit gedauert hat, ja. Man muss sich fragen, was war vorher? Was war vorher da, das Huhn oder das Ei? Also wenn man genau schaut, war damals zur Eurasienzeit, zur Zeit unserer Vorfahren, wo sie alle hier noch in Stämmen eins zusammen waren, da war das noch kein Staat. Das kam erst nach dem Umbruch, wo es zu einem großen Imperium zusammengeführt wurde, weil man konnte das einfach also die Männerherrschaft konnte das halt einfach handeln. Also ja, auf jeden Fall. Deswegen wollten die immer nur männliche Nachfolger und keine weiblichen. Ganz genau. Ja, aber eigentlich geht es um die weibliche Linie, hauptsächlich, nicht um die männliche. Die Wahrheit spricht die DNA für sich, ja. Und deswegen haben die Frauen oft den Männernamen angenommen, hatten aber früher noch Doppelnamen. Aber heute ist es ja oft so, dass die Frau den Männernamen annimmt, damit du die Spur nicht nachverfolgen kannst. Ja, das kam alles durch die Kirche. Richtig. Das kam alles durch die Kirche. Und wenn du verstehst, was damals passiert ist, wie vorher gelebt wurde, wie im Paradies. Weil da gab es keinen Krieg, da gab es keinen Mord, da gab es sowas nicht. Ja, aber als die Zeit begann, wo die Herrschaft sich breit gemacht hat, mussten die Frauen wohl irgendwann anfangen zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass ich zugesehen hätte, wie meine Familie abgeschlachtet wird und hätte mich selbst mit abgeschlachtet, von wegen halt auch die zweite Wange hin. Nee, die Frauen haben angefangen zu kämpfen. Mussten sie. Ja. Jeder. Das ist wie bei den Kriegern. Jeder sagt, ich würde für meinen König sterben. Aber umgedreht ist es natürlich genauso. Jede Frau würde ihr Hab und Gut, ihr Kind beschützen bis zum Tode. Und du weißt ja, was eine Frau für eine Kraft entfalten kann, wenn es um Gefahr ihres Kindes geht. Bärenkräfte.
Man kann sich ja mal Wonder Woman den Anfang anschauen, wo sie noch auf der Insel sind. Wir haben eine Vermutung, wo das ist, möchten wir jetzt aber gar nicht hier sagen. Aber da sieht man, wie sie ausgebildet wurden. Und Frauen haben eine viel bessere Disziplin wie Männer. Ja? Ich weiß ja, wie ich bei der Bundeswehrzeit war. Also ich habe das eher als ja, 12 Monate, die ich da machen muss, gesehen und irgendwie kriege ich es rum. Also Kriegding war nichts für mich. Ja? Ich habe das einfach nur mitgemacht. Ja, eigentlich waren wir abends dann nur zum Saufen. Der Rest war, ja, Das war der Spaß. bisschen Spiel mit der Waffe, ja. Ja. Mit Platzpatronen schießen und so. Es war schon eigentlich schon eher albern. Aber das macht ja alles nichts. Wenn Muss du ja. mal vergleichst, das zu dem Film bei den Amazonen, wie die gekämpft haben, da ist das ist ja Pipifax. Das ist ja. Die waren viel gewandter, viel schneller wie die Und viel Männer. gelenkiger. Guck mal, wie steif die ganzen Soldaten sind mit ihrem ganzen schweren Gepäck oder den schweren Schilden damals. Viel zu schwer, da kannst du auch nicht frei kämpfen mit. Aber in der Neuzeit hier passiert etwas Wunderbares. Die Waffen der Frau, die kommen jetzt zum Vorschein. Und das ist das, womit du alle, ich will nicht sagen besiegen wirst, sondern besänftigen wirst. Und das sind die Waffen der Liebe. Die Waffen der Liebe ist eine Sprache vom Herzen, die jeder in sich hat. Und wenn er wirklich offen für alles ist und endlich mal anfängt zu recherchieren und nicht seine privaten Probleme in den Vordergrund stellt, sondern sagt, jetzt reicht's, ich möchte jetzt wissen. Ich möchte jetzt wirklich wissen, was war der Ursprung? Was hat es mit heute zu tun? Wenn dieses Feuer, das jeder in sich hat, richtig entfacht ist, dieser Funke, wenn der entfacht ist, so wie bei uns schon lange, dann wirst du automatisch dahin geführt durch deine eigenen Impulse, weil dein Herz ist geduldig. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist er oder sie soweit. Jetzt geht's los. Und das ist was, wo wir noch ein bisschen sehen, an den Ursprung geht so gut wie keiner. Außer Historiker und so, Wissenschaftler, ja. Das ist auch wichtig, dass es sie gibt. Ohne die hätten wir die wichtigen Informationen gar nicht, die in einem resonieren übrigens. Das ist wichtig zu wissen, nicht einfach, dass wir das nur lesen. Ja? Sondern das ergibt mehr Sinn, wie das, was wir gelernt haben. Es ergibt Sinn auf das große Ganze. So sieht's aus. Auf alles ergibt es Sinn. Und dann weiß man, warum viele Geschichten halt so entstanden sind, wie sie entstanden sind. Nur um halt ins Patriarchat zu passen. Guck mal, wir sind ja selber damit groß geworden, dass wir es als ganz normal empfanden, dass es Kriege für den Frieden gibt. Genau, das ist schon der Widerspruch in sich. Hallo, Krieg für den Frieden. Also, aber so sind die Menschen gehalten worden, die ganze Zeit. Und die jetzt immer noch an die Parteien glauben, die regen sich zwar über den Krieg auf, aber die Parteien, also wir müssen die und die und die wählen, das ist genau das Gleiche. Das ist Patriarchat. Das ist uns, seitdem es es gibt, nicht dienlich. Wir sehen doch, was daraus aus der Ego-Welt entstanden ist. Ja? Da geht es nur um Macht. Habgier, Die 7 Todsünden. Reiz, also Neid, Zweifel, Angst. Alles ist da drinne. Die 7 Todsünden. Eifersucht. Halloween singt es in The Keeper of the 7 Keys. Oh, das war das, was Arwen mal geteilt hat im Kanal, gell? Das hat sie mal geteilt, obwohl sie wollte eigentlich das Schlechte aus Halloween aufzeigen. Dabei hat sie den Text Ach oder ja. ganz alle Texte geteilt gehabt. Und da konnte dann eigentlich jeder mal hineinschauen, was dann in den Texten eigentlich so steht. Gerade bei Halloween. Gerade bei Halloween. Wo ja die. Da ist ja wie ein Magier, der hatte kein Gesicht. Man sieht nur ein Sternenall sozusagen als Gesicht. Man erkennt aber, dass es eine Frau ist. Und sie nimmt ja dem Teufel den Schlüssel ab. Ja? Und nichts anderes ist damit gemeint. Die Liebe, das ist die Urinformation, die in allem ist. Die ist in jedem ein bisschen verschüttet. Wenn du anfängst, nach deiner eigenen Liebe zu graben in dir selbst, ja, gehst du durch Höhen und Tiefen. Selbstverständlich, musst du ja auch. Musst du doch, Musst du musst ja. es doch fühlen lernen. Ja. Und dadurch veränderst du hier alles, so wie wir auch. Ja, und dann wird dir irgendwann bewusst, warum du wirklich hier bist, was du hier eigentlich machst. Du bist ja eigentlich dafür da, um die Urgeschichte aufzudecken. Ja, um dich selbst wieder zu erkennen und zu erkennen, warum alles hier anders gelaufen ist, wie es einst einmal war. Es ist ganz einfach Und dann und. weißt du auch, wenn du genauer hinschaust, jeder Krieg, der ist nicht gemacht worden, um Gelder hin und her zu verschieben. Nein, schaut mal genau hin, was da war an Ort und Stelle. Genau wie in der Ukraine. Was ist auf der Krim? Was ist in Tschertomlück oder Sertomlück oder wie auch immer man es ausspricht? Was ist da? Da ist das Königskurgan, ein Königsgrab. Was und wer liegt da bitte drinne? Und warum wird ein Hype um dieses Grab oder diese Gräber drumherum gemacht? Warum wohl? Weil das unsere Urgeschichte ist, die hier schon, was weiß ich, wie lange
verdeckt bleiben sollte. Ja, aber der Russe bringt hier nun mal die ganze Kultur wieder nach außen. Und das ist das, was dieser Regierung hier nicht passt. Weil sonst würde ja alles offengelegt werden. Weil der einzigste Name, den man ja nennen kann, sind die Habsburger, ne? Die Möchtegern-Königin heißt. Da hängt das, genau, da hängt ja, alles ja. dran. Genau. Aber das. Clevere Frauen haben sich damit einverheiratet, wenn ihr mal den Stammbaum der Habsburger euch anschaut. Aber wir wollen gar nicht so ins Detail gehen. Warum? Das bringt doch gar nichts, weil das ist alles Patriarchat. Ja. Und das interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr, weil diese Salatsuppe da, wir haben da oft genug drin rumgerührt und gemerkt, dass es wie eine Spirale ist, du drehst dich im Kreis. Aber das bringt nichts. Deswegen, du musst schauen, was war denn vor dem Patriarchat? Wie ist dieses denn überhaupt zustande gekommen? Und warum? Ja, was ist passiert? Was haben sie den Ahnen, unseren Ahnen, angetan? Ja, viele sagen, ich gedenke den Ahnen. An was gedenkst du denn dann da? Du hast sie doch eigentlich gar nicht gesehen, aber du kannst herausfinden, was sie getan haben. Oder wie sie leiden mussten. Und warum sie leiden mussten. Weil das gehört zur Liebe nicht dazu. Sie haben gelitten, dass wir heute in die Freiheit kommen, das dürfen wir nicht vergessen. Die ganzen Beweise sind noch da anhand der Gräber und Kunstwerke und Büsten. Wieso war denn während dem Zweiten Weltkrieg der Kunstraub eigentlich das Hauptthema? Und auch in Afghanistan übrigens. Und Bücherverbrennung. Ja, natürlich. Warum ist genau das alles geschehen? Weil es was mit unserem Urmutterstamm zu tun hat. Wenn ihr mal die Liste guckt, wer alles, welche Bücher verboten wurden, da ist sogar... wenn ich mich nicht täusche, das doppelte Lodgen wurde verboten oder Merlins Bücher wurden verboten. Also auch alles, was mit Sex zu tun hatte, wurde verboten, ist ja ganz klar. Also es sollte hier ein ganz frommer Staat entstehen, ist ja auch so eigentlich, mit dienenden Soldaten, die glauben, frei zu sein, aber jeden Tag ihre Steuern bezahlen müssen und glauben, dass es normal ist. Hm. Jeder beschwert sich darüber. So, wenn ich mich über was beschwere, dann kann dem Thema was nicht stimmen. Richtig. Also schaue ich doch mal, wieso ärgert mich das so? Gerade das Thema Geld. Wieso ist das ganze Gold zurück nach Frankfurt gekommen? Aus Frankreich. Jetzt. Warum ist der Schatz aus der Niederlande wieder in die Ukraine zurück? Oi, oi, oi. Was war denn in der Ukraine? Ja. Wer lebte da? Und was wurde dort gelebt? Welche Kultur wurde dort gelebt? Welche Kultur ist ausgelöscht worden? Welche Sprache, Lateinisch, ist ausgelöscht worden und durfte fortan nicht mehr gesprochen werden? Aber Latein findest du in ganz Deutschland, an ganz vielen Häusern. Und da siehst du genau, das ist die römische Kultur, das ist eine weibliche Kultur. Das ist auch normal, weil deswegen haben sie auch in der Gymnasialstufe Latein oder so weitergeführt, also als, ich glaube, Auswahlsprache. Latein war nie weg. Ich habe in der Ausbildung ja auch die ganzen Erkrankungen auf Lateinisch gelernt. Ganz es genau. war nie weg, aber es war vorher überall präsent hier. Ganz überall, genau. Weil das war eine sehr große Sprache. Und ab dem Zeitpunkt wo die Herrschaft eingefallen ist, wurde es verboten, wie auch samt die Kräuter und so weiter. Und das ist nun mal an diesem Punkt geschehen, als die Zwangschristianisierung einmarschiert ist. Ja? Weil sie brauchten ja irgendein Mittel, um die Menschen von irgendwas zu überzeugen, was über ihnen stünde oder steht, damit sie sie lenken und leiten können. Weil wenn so viele sowas glauben, dann muss es doch richtig sein. Aber schau mal genau in die andere Richtung. Das, was auch im Zweiten Weltkrieg offiziell gesagt wurde, ist ja die offizielle Meinung. Richtig. Wenn die natürlich jeder so vertritt und glaubt den Medien, dann ist das so. Und aber schaut nicht über den Tellerrand hinaus, genau. Wieso ist denn in Bergen-Belsen vorne ein riesengroßer Turm mit römischen Zeichen? Was hat denn das im Zweiten Weltkrieg zu suchen? Ja, die waren doch schon da, die Balken. Ja, nochmal, das ist eine Arbeitslage. Aber da kann jeder selber gucken. Wo sind denn angeblich 6 Millionen hin? Ja, also Israel wurde ja erst nach dem Weltkrieg gegründet. Vorher war das ja alles Palästina. Man muss halt selbst recherchieren und dafür ein Gefühl zu bekommen. Ansonsten ist das hier nur Fachchinesisch, was wir hier reden. Aber natürlich dauert das einen Moment und das nimmt Zeit in Anspruch. Und da kommen euch so viele Namen unterwegs, bis ihr irgendwo merkt, die sind nicht wichtig, die sind nicht wichtig. Es geht nur darum, nicht in der christlichen Geschichte zu suchen, sondern davor. Was war davor? Warum ist das passiert? Genau, und wenn man Götter oder Göttinnen oder beziehungsweise, ich sage lieber, der Urmutter begegnet, und dann gibt es dann ganz viele Abfolgen von vielen, also eine Königin hat mehrere Namen, das will ich eigentlich damit sagen. Ja, wenn man durch diesen ganzen Namenwirrwarr sich durchdschungelt, dann wirst du dazu kommen, dass alles zur Urmutter führt. Egal was, alle Wege führen nach Rom, Roma, Amor. Alles führt dahin. Und genau das ist das, was immer, das ist das, was da draußen gelebt wird, ist das Gegenteil von dem, was einst einmal war.
Und das ist für mich das Paradies. Und das ist das, was wir wieder erschaffen, weil die Zeit ist um der Herrschaft. Das Patriarchat, das durfte jetzt so lange verweilen und jetzt ist die Zeit aber um. Und das, jetzt ist Zeit, dass die Frauen sich bewusst werden, wer unsere Urmutter ist. Ja? Weil um nichts anderes geht es hier. Es geht hier um das Matriarchat, was jetzt wieder einkehrt. Ja? Es sei denn, ihr wollt weiterleben in dieser Herrschaft. Wenn ihr das wollt, werdet ihr euch ewig aufregen, ihr werdet krank, ihr werdet zusehen, wie alles weiter zerstört wird. Werdet euch bewusst, was ihr wollt. Wollt ihr jetzt endlich wissen, wer ihr seid? Na, dann recherchiert, dann hört nur auf die Impulse. Ihr müsst nicht überlegen, was recherchiere ich jetzt. Nie. Sobald ihr einen Impuls bekommt, dann wisst ihr, ich habe einen Impuls. Und dem muss ich nachgehen. Und dann werdet ihr auch langsam immer wacher. Weil das macht was mit einem. Die Antwort macht dich frei. Dann kapierst du, was hier war. Und dann kapierst du, warum die Ego-Welt auf einmal daraus dann entstanden ist. Ja? Ja, nichts tun ist das, was alle tun. Und das so, ja, was man hört, auch bei uns, ja, hat man mal gehört. Aber irgendwo ist doch währenddessen, das hier läuft, ist doch irgendwas in dir, auch Kopfkino ist klar, aber da ist irgendwas in dir, sagt, oh, das interessiert mich. So, jetzt ist das Video fertig, du bist wieder abgelenkt von irgendwas und du gehst wieder zurück in die alte Welt, hast den Impuls schon wieder vergessen, bist dem Impuls nicht nachgegangen. Genau. Das ist wie, wenn wir einen Kinofilm gucken, wo es um Informationen geht, die da drin versteckt sind. Dann dauert ein Kinofilm bei uns 4 bis 5 Stunden, obwohl er nur 1,5 Stunden dauert, weil wir so oft anhalten und dabei Impulse bekommen. Und das ist ja wieder das, was ich am Anfang sagte. Ja, ich gucke keinen Fernsehen, ich mache das nicht. Warum denn nicht? Vor was verschließt ihr euch denn? Oh ja, da wird mit Blut gespritzt und ihr, na und? Ja, das ist diese Resignierphase im Ego, ist das. Erstmal von allem abschotten, aber das ist alles normal. Das gehört zu jeder Phase dazu, das haben wir auch durch. Schaut doch bei euch selber im Ort. Jeder hat eine Kirche und fast alle wurden schon mal abgerissen und neu errichtet. Warum? Als wäre das voll einfach, so eine Kirche zu errichten. Können sie ja heute nicht mehr. Ja, sie können das restaurieren, da frage ich mich auch mehr, wo haben sie denn die Original, den Sandstein her oder das Marmor, wo haben sie das jetzt auf einmal her, wenn sie das alles so restauriert haben? War das überhaupt alles so? Ja, bestes Beispiel, Frankfurt Kaiserdom, der heißt Bartholomäusdom, wurde überbaut, weil früher war es eine Salvatore-Kirche und da haben sie zufällig 2 Kindergräber, merowingische Kindergräber gefunden und eine Königsfrau haben sie dort auch gefunden. So, das wurde alles überbaut. Warum? Damit das safe ist. Das ist nichts anderes wie eine Pyramide. Ja? Das reißt du nicht von heute auf morgen ab, eine Pyramide auch nicht. Ja? Und wie viele Hügelgräber gibt es hier in unseren Wäldern? Ja? Die wurden vor Ort bestattet, weil sie da gekämpft haben, ist doch klar. Die wurden vor Ort bestattet. Hügelgräber, da darfst du ja auch nicht graben und nichts. Wir haben hier einen Bezirk in Bad Vilbel, da ist ein riesengroßer, das war auch ein Kriegsplatz, das sieht man auch heute noch, da steht Betreten verboten. Ja, das wird alles aufgehoben, bis es soweit ist. Weil man muss es ihnen ja zeigen. Aber das Internet ist voll und dafür gibt es das Internet. Die KI übrigens auch. Ja? Die KI führt uns wunderbar, weil die von uns erfunden wurde. Ja, das ist nichts gegen uns. Jeder, der glaubt, dass hier irgendwas gegen uns erfunden wird, das ist nur fürs Ego. Der hat dann ein Gefühl dazu, das vom Ego kommt. Ja? Oh, das ist das, das ist das. Alles, was hier ist, dient uns zum Aufwachen. Ja? Und unsere Herkunft wieder selber zu finden. Durch dich selbst. Wenn du es aber nicht tust und nur hörst, was andere sagen, auch was wir sagen, bringt das nichts. Ja. Eigeninitiative. Also jeder, der den Funken im Herzen entfachen lässt, vergrößert damit automatisch seine Schwingung, erhöht seine Schwingung und steckt andere in seinem Umfeld damit an. Das heißt, du bist die Veränderung, die du dir von anderen wünschst. Der gefällt mir nicht und mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn du die Veränderung bist, werden alle merken, wie du dich veränderst. Da muss man natürlich drauf scheißen, was andere über einen denken. Aber trotzdem sind sie von dir fasziniert. Weil jeder gerne so wäre. Aber sie trauen sich nicht. Und dazu gehört natürlich auch, diesen verfickten Alterungsprozess, Entschuldigung für das Wort, endlich mal zu stoppen und sagen, warum werde ich denn überhaupt älter? Was ist es denn? Ja, meine Lebensweise. Ich tue mich ja meinem Alter entsprechend anpassen. Nee, ich verhalte mich wieder so, was mir früher gut getan hat. Das hält ja auch jung. Ich muss aber mal Butter bei die Fische machen. Seitdem wir hier bewusst jetzt hier auf dieser Mutter Erde sind, wir können uns ja an nichts erinnern, was vorher war. Aber du hast das Gefühl, hier läuft irgendwas ganz schief, schon von Anfang an, schon immer. Und genau das ist das, was ich dir sagen will. Es läuft schief, weil hier was anderes entstanden ist, als das, was der Ursprung war. Ja? Und Adam und Eva, die können niemals zusammen irgendwie in einem Paradies gewesen sein, das geht gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass jeder sich über die
Geschichte, über die Urmutter-Stammgeschichte erkundigt, weil da war nämlich alles genau umgedreht. Da ging es nach der Mutterlinie. Haus und Hof wurde der Tochter weitergegeben. Und wenn ein Mann die Tochter heiraten wollte oder mit ihr zusammen sein wollte, dann musste er auf den Hof der Mutter mitziehen und musste von seinen Eltern sozusagen, wie nennt man das? Die Mitgift. Mitgift, genau, Mitbringsel. Ist auch ein schönes Wort, die Mitgift. Sich enterben, ausbezahlen lassen und dann durfte er damit einziehen, ja. Da hatten die Frauen das Sagen und deswegen war auch alles sehr harmonisch. Und die Beweise, die sind erdrückend dafür, wenn viele sagen, das hat es so nicht gegeben. Also Amazonen-Skythen, daraus waren später dann die Hunnen geworden. Ach, Merowinger, Kelten. Es sind so viele Namen danach gewesen, damit wir hier so ein Durcheinander bekommen. Aber der Kern, der ist immer da gewesen. Das siehst du anhand der ganzen Büsten, die hier in Deutschland, nicht in Griechenland, überall war das, nicht nur in Griechenland, sondern überall. Guck, Stadttheater Wiesbaden, ich brauche gar nichts sagen, guck dir einfach nur die Büsten an und dann weißt du, was war denn vorher hier? Und welche Männerstatuen kamen dazu? Siehst du ja auch immer, es sind ja ganz andere Materialarten, aus denen die Männerstatuen später resultierten, als das, was vorher da war, Sandstein oder was, keine Ahnung. Am wichtigsten sind eigentlich die aus Bronze sind. Richtig. Bronze, Statuen, Figuren sind eigentlich das Wichtigste, ja? Auch wenn man die Skythen zum Beispiel mit viel Gold sieht, die hatten ja alle wie die Kelten so einen Halsring an, wie eine Schlange, so eine Art Schutz, sag ich mal. Weil umgedreht, die Kelten hatten wie die Skythen. Ja, klar, das ist ja von den Skythen ausgegangen. Genau. Aber das hier in ein paar Worten zu erzählen, das bringt nichts. Deswegen sollte das jeder mal selber, wenn das, du willst doch wissen, wo dein Ursprung ist, ja, dann schau doch mal dahin. Ja? Also ich habe heute auch Worte benutzt, die benutze ich selten, aber das ist auch so ein bisschen, weil man merkt doch die Power, die du hinter diesem Wort dann auch hast. Ja. Weil du endlich möchtest, dass deine Brüder und Schwestern hier aus dem Puschen kommen. Stattdessen gehen sie alle. Stattdessen verkriechen sie sich alle. Sie gehen alle aus dem Kanal, weil das Ego zu groß ist. Ja, weil das Ego so groß ist und sowas nicht begreifen möchte, weil es möchte ja nicht kampflos aufgeben. Viele, die jetzt dann danach recherchieren, nach der Urgeschichte, wie es wirklich war, die werden auch Ping-Pong in sich spüren. Ach nein, das ist doch Quatsch und bla bla. Viele, die so Ansichten haben, also viele Männer, die noch Ansichten haben gegenüber Frauen, dass Frauen hin an Herd gehören und so Sachen, oder auch gerne Frauen belustigende Witze machen über Frauen, das sind die am meisten Ping-Pong in sich dann haben, weil da das Ego so richtig stark doch ist, ja. Die können es nicht begreifen, dass früher dass die Frauen das Sagen hatten oder sogar kriegerisch den Männern überlegen waren, kämpferisch überlegen waren. Das würde das Ego, also das würde das Ego niemals ertragen, sowas. Das merkst du ja heutzutage. Aber wir sind an einem Punkt, wo die Wende ist. Ja? Es ist jetzt das Alte, die Herrschaft geht vorbei. Sie ist jetzt zu Ende. Deswegen schreit die Regierung zum Beispiel nochmal ganz laut und deswegen wird auch alles nochmal teurer, weil ihr nochmal richtig spüren dürft, was diese Herrschaft gemacht hat mit uns allen. Mit uns allen. Und zwar hat sie aus uns allen ganz viele kleine Tropfen gemacht. Und die gilt es jetzt durch Erforschung des eigenen Stammes, Urstamm, Urmutterstammes, gilt es jetzt, die Tropfen zu einem ganzen Meer zusammenzusetzen. Ja? Jeder Einzelne ist hier wichtig. Jeder Einzelne ist ein Stein zum Ganzen. Jeder Einzelne, der anfängt zu recherchieren, jeder Einzelne, der anfängt, sein Feuer zu entfachen, wird das Wissen aus sich selbst aktivieren. Und jetzt kommt's. Bei jedem wird immer etwas anderes, nennen wir es mal, freigeschaltet, wo du halt gerade bist. Aber wenn bei anderen wieder was freigeschaltet wird, ist es offen für alle, weil es freigeschaltet ist. Versteht ihr? Wie Putin gesagt hat, ich öffne die Internetarchive. Und da dachte jeder, ja, und jetzt? Da dachte jetzt kommen irgendwelche Dokumente oder ja, so. Ja, viele dachten, dass jetzt vieles durch Telegram von alleine dahin fließt. Aber es ist, wir bekommen ja auch immer mehr freigeschaltet und dadurch bekommen wir auch immer mehr neue Infos. Also das, was wir jetzt an Infos bekommen aus dem Internet, das hätten wir vor 2 Jahren noch nicht bekommen. Wir haben das so nie gelesen, was wir hier alles jetzt gelesen haben oder beziehungsweise durch uns auch selbst erfahren konnten. Man muss dazu sagen, es ist auch egal, was man da findet, wann dieser Bericht geschrieben wurde. Das ist nicht wichtig, sondern es ist jetzt freigeschaltet. Das ist was anderes für dich sozusagen, der da jetzt gerade schaut. Wenn du natürlich
in der Negativspirale bist und schaust nach Negativen, wirst du auch ganz viel finden. Warum? Weil das ja viele tun, also muss es ja da sein. Aber ob das auch stimmt, sagen wir immer wieder, stimmt nicht. Es dient nur dem Erwachen. Bis du von dieser negativen Schiene endlich ganz dich abziehst und nur bei dir bist und weißt, dass es hier nichts Böses gibt. Genau. Und vor der Christianisierung, das heißt immer vor Christus, die Zeit vor Christus heißt vor der Christianisierung. Und alles, was davor war, war friedlich, war liebevoll, war kriegfrei. Und alles ab der Christianisierung und alles nach Christus, da sieht man ganz genau, was die Herrschaft hier gemacht hat. Klar. Und deswegen sagt man, wir gehen wieder zurück an den Ursprung. Ja, müssen wir doch auch. Wir müssen doch wissen, wo alles begann. Und warum? Weil dann verstehst du, warum es begann. Wieso möchten denn Kinder, die zum Beispiel adoptiert wurden und irgendwann erfahren, dass sie adoptiert wurden, warum möchten sie ihre Eltern kennenlernen? Ihre Wurzeln. Sie möchten doch ihre Eltern, natürlich, diesen Drang hat jeder. Ja. Und das sieht man auch oft in Märchenfilmen, wo Kinder adoptiert wurden und dann kommen die wirklichen Eltern, die lieben sich. Die lieben die Adoptiveltern, die wahren Eltern, weil sie für ihr Kind da waren und sehen, was aus dem Kind geworden ist. Da gibt es keinen Neid oder so. Das ist ganz wichtig, ein wichtiger Nebenaspekt. Wenn die Frauen früher Kinder bekommen haben, muss der Vater, der war nicht wichtig. Sondern die im Umfeld waren, müssen liebevoll sein. Ja? Die Frauen haben das untereinander ausgemacht, mit Tänzen, also in Liebe. Singen halt. Und so. Ja, und deswegen hatten sie auch so keine Schmerzen. Ja, weil diese Energie von Frauen, du kannst es vergleichen wie aus dem Fernsehen, der Hexenzirkel. Es sind immer mehrere im Kreis, ja, also ein Pentagramm, Hexagramm. Und diese Kraft, die dadurch entsteht, weil wir sind Energie, alles ist Energie. Und wenn Frauen sich in ihrer Kraft sind und sich bewusst sind, wer sie sind und was sie können mit ihrer Energie und diese dann noch die Energie bündeln, dann kannst du sogar aus, ich würde jetzt sagen, aus Scheiße Gold machen, aber du kannst sogar aus Lehm Menschen formen. Das ist genau das Gleiche, wenn du es so willst. Der Spruch bedeutet das Gleiche. Wasser zu Wein machen. Ganz sowas. Genau. So, und wo kriegen wir ein ganz, ganz wichtiges Merkmal? Brauchst du nur einmal in Google gehen, Sternstädte in Deutschland. So, dann seht ihr eure Stadt, welche auch immer. Ich nehme jetzt mal meine, Frankfurt, die sah aus wie ein Stern mit einer Mauer drumherum und dann noch ein Wassergraben. Aber exakt in der Mitte ist der Dom, ja. Das erinnert mich an Heiko Schrang, der hat doch so ein T-Shirt mit so einem Kreis und einem Punkt in der Mitte. Ja, also der Punkt, deswegen heißt es ja auch Ortsmitte. Dort war die Königin, dort war die Urmutter, in jedem Dorf, Land, Stadt, was auch immer. Und die wurde natürlich verteidigt bis nach außen. Und die Energie wurde innerhalb der Mauern gehalten, damit die Energie immer hoch ist. So. Und irgendwann sieht man ja bei Troja oder bei Ritterfilmen, sind sie über die Mauer gekommen. Und in Frankfurt über die Furt. Weil in diesen Gebäuden nun mal die Stammesmütter waren. Und von da ging die Energie aus, deswegen freie Energie. Deswegen gibt es noch diese Kupferspitzen oder was es überall ist genau. Auf den Häusern. Deswegen sieht der Vatikan oben aus, die Kuppel. Die Kuppel symbolisiert eigentlich immer die Brust. Ja. Ja, das ist genauso wie diese Pickelhauben. Das gehört alles, es ist alles aus von vor der Zeit mitgekommen und übernommen worden in der Herrschaft. Und daher auch diese ganzen Geschichten erfunden worden dazu. Ja, deswegen, gerade wie du eben schon sagtest, ja, die Adoptiveltern. Ja, ich sag ja auch, genauso wie du, ich liebe jedes Kind, genauso als wäre es mein Kind. Ich würde jedes Kind an meine Brust drücken und genauso lieben wie mein eigenes Kind, ja. Das ist damit gemeint. Jeder ist Vater oder Mutter eines Kindes, also der aller Kinder. Sag ich ja. Und weil wir sind halt Nummer eins. Jedes Kind, wir sprechen ja auch alle aus Erfahrung, wollte immer nur eins Liebe. So, wie kann denn jetzt ein, ich bin ja Liebe, wie du auch. Wie kann denn ein Kind, das jetzt da ist, wie kann ich denn das weniger lieben wie meins? Weil das gibt es ja nicht. Meins ist natürlich, hat einen anderen Status, aber weniger lieben tue ich deswegen nicht. Du würdest ja eine Trennung machen, eine Spaltung. Ja, eben. Ja. Und da Kinder nur Liebe brauchen, ja, gib's ihnen doch. Ey, gib's ihnen doch. Kennt das doch. Ihr seid unterwegs, selbst Kleinkinder, die gerade so im Buggy sitzen können oder im Kinderwagen, wie die einen manchmal angucken. Die gucken einem hinterher. Ja, nee, die kommunizieren mit dir. Sie kommunizieren, weil
Sie sind sehr angebunden ja noch an die Quelle. Und sie tun da Dinge, also mit deinen Blicken. Manchmal bekomme ich von Kindern, wenn ganz kleinen Kindern, die mich angucken, in die Augen gucken, bekomme ich wie so einen süßen Energieschub. Keine Ahnung. Ich denke mir, die sagen so, ei Gude, ei, ei, du bist. Wie bei, guck mal, wer da spricht. Genau, genau. Wie sie sich im Kinderwagen begegnen. Ja. Ach, was machst du heute so? Ach, ich gehe heute da und dahin auf den Spielplatz. Vielleicht treffen wir uns ja später. Ja, deswegen, ich liebe alle und jeden. Und früher war alles eins. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Früher war alles eins, so wie wir es uns eigentlich wünschen. War es früher, bis das Patriarchat kam. Und dadurch, früher gab es ja die Königin, die Urmutter und die ganzen Stammesfrauen, weil es gab immer eine Stammesobere, das waren die Priesterinnen sozusagen, die das weitergelebt haben, die Kultur aufrechterhalten haben und dafür gesorgt haben, dass es auch so bleibt, die auch ihre Kinder und ihre Söhne respektvoll behandelt, erzogen haben und also das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. Also von der Königin in der Mitte der Stadt, ja, die geschützt wurde durch alle anderen, genau, ist genau wie in Bienen, bei den Waben, bei die Bienenkönigin wird auch geschützt von ihren anderen. Ganz genau. Ja? Und irgendwie ist es doch, irgendwann fliegt die Königin weg oder sowas. Ne? Manchmal sieht man eine Königin alleine irgendwo. Dann gibt es doch so einen Spruch dazu, sie sucht sich ein neues Volk oder irgend sowas. Ne? Naja, weiß ich jetzt nicht so genau. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Es geht darum, dass die Königin von den Bienen geschützt wird. Und nichts anderes war es in der Stadt genauso. In der Mitte war die Königin sozusagen, die wurde geschützt. Mhm. Und da das ja zerstört wurde, mussten sie auswandern oder die Nachfahren. Und die haben andere Länder gegründet und haben die Kultur, die sie schon kennengelernt haben, mitgenommen. Mhm. Und deswegen gibt es diese Asiaten, deswegen hieß es ja Eurasien, weil alles hier war. Genau. Ganz eng beieinander übrigens, ganz eng. Ja? Deswegen konnte man mit dem Pferd von A nach B reiten und das hat keine Tage gedauert, das hat ein paar Minuten gedauert. Wenn du dir die alte Karte von früher von Eurasien anguckst, ja, dann siehst du, dass alles komplett zusammen war. Da waren keine verschiedenen Kontinente. Und das sieht aus wie ein Gehirn. Es sieht aus wie ein Schädel. Ja. Wie ein Gehirn oder Schädel. Schädel, ja, Schädel, besser gesagt, ja. Ja. Und dieser Schädel, guckt euch mal die heutige Weltkarte an. Da ist wie auseinandergerissen, ne? Der Schädel ist zersplittert. Ja. Ja. Aber es fügt sich gerade alles wieder zusammen, weil das Bild setzt sich ja wieder zusammen und es ist so logisch. So logisch. Und die Frage ist, die erste Karte ist ja wie ein Gehirn. Da ist es noch zusammen. Später die neue Weltkarte, auch Globus genannt. Globus mit K. Globus. Klo ist schon zum Spülen, Wegspülen. Da ist es alles auseinandergerissen. Gescheit. Wie kann denn so viel mehr auf einmal dazwischen sein? Mhm. Wie kann das passieren? Ich habe mich auch gefragt, wie kann denn ein Tunnel von Frankreich nach England gehen? Unter Wasser, wie geht das denn? Ist das vielleicht gar nicht so weit weg? Ist das alles Illusion? So wie ich auch behaupte, jeder Flug ist eine Illusion. Ja, ja, ich habe es auch noch nie verstanden, warum fahre ich eigentlich durch einen Tunnel nach England? Ja. Ich habe die Zeit im Bus damals als Kind auch gar nicht richtig realisiert, aber warum bin ich durch einen Tunnel nach England gefahren? Ich habe das vorher noch nie gehört, bis du mir erzählt, gibt es einen Tunnel. Da musste ich gleich nachgucken. Das ist ja unfassbar. Ich habe auch immer gefragt, wieso tun die diese ganzen Kabel durchs Meer ans, also woanders hin? Der Weg ist nicht weit. Nee, der ist nicht weit. Das war ja nicht so lang da. Truman Show, er fährt doch dann mit dem Boot am Schluss gegen die Wolken. Ja? Also ist das, was wir wirklich, wenn wir aufs Meer schauen, ist das so? Oder ist das so, weil wir es glauben, weil es alle glauben? Genau. Und du bist Schöpfer, nicht vergessen. Wie bei Wonder Woman genauso. Ja, was die fahren auf einmal durch die Kuppel durch und, ja, sind dann auf einmal im Land der Amazonen, der Skythen. Und die Amazone verliebt. Und das ist was ganz Geiles gewesen bei Wonder Woman. Sie rettet ihn aus dem Wasser. Sie holt ihn an Land. Das Erste, was er sieht, wenn er die Augen aufmacht, ist sie. Und das nennt man Liebe auf den ersten Blick. Das, was das Kind oder der gerade erwacht, wo auch immer, zuerst sieht. Da passiert etwas. Und nichts anderes wird es bei einer Geburt sein, aber nicht die Mutter kriegt das Kind zuerst, sondern erst die Schwester, der Arzt und, ja, dann kriegt es die Mutter. Genau, damit es ganz verwirrt ist. Ja. Das sieht man ja immer in den Filmen, wenn es um Tiere geht. Ja? Wenn jemand aus dem Ei schlüpft, der Erste, der dabei ist, nimmt dann denjenigen als Mama an. Nicht als Papa, sondern als Mama. Mama, das ist egal was. Das ist aber wichtig zu wissen, als Mama angenommen. Ja. Nicht als Papa. Das hängt alles miteinander zusammen. Die ganzen Kriege und das, was sie gerade
die Russen gerade an Ausgrabungen machen und das, ich bin so dankbar, dass sie es tun, weil sonst hätten wir doch die Beweise dafür gar nicht. So sieht's aus. Sonst könnten wir erzählen, was wir wollten und die Beweise wären gar nicht da dafür. Ja. Aber du kannst nicht alles zerstören. Und damals hat ja die Katharina II, die Königin Katharina II... Oder Zarin? Eigentlich waren es nur Zaren. Ja. Sie haben sich Könige und Königinnen genannt im Patriarchat. Und sie hat aber dafür gesorgt, dass die Krim, dass sie russisch bleibt. Und das war verdammt wichtig. Wenn das nicht passiert wäre, dann hättest du die ganzen Hügelgräber jetzt vergessen können. Da wäre heute nichts mehr. Und genau deswegen schützen sie das Gebiet. Schaut doch mal, was die Russen noch an der alten matriarchalen Kultur mit sich führen. Schaut mal genau hin. Es ist aber trotz allem der Ukraine-Krieg natürlich ein Schauspiel. Natürlich. Nicht umsonst ist Zelensky ein Schauspieler gewesen. Ja, erinnert mich auch früher, Ronald Reagan. Wollte ich gerade sagen. Das war auch ein Schauspieler. Es zeigt uns doch nur was. Wir werden auf die Urgeschichte immer weiter hingeführt. Ja, Q hat auch immer gesagt, folgt dem Geld. Wir sagen, folgt dem Gold. Weil das Gold ist nämlich das, um was es geht. Jeder sagt, der Schatz der Erde, das Gold der Erde, was den Menschen zusteht, darum geht es doch hier. Es geht um das Gold aus der Zeit, die vorher war. Und das war Matriarchat. Und genau das ist das, was die Egos, die Männer, geklaut haben. Guck, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, es ging hier um Raub, um Diebesgut. Und Umsiedlung. Umsiedlung, ganz wichtig. Ganz genau, es ging um Kunstraub. Und das musste ja irgendwie öffentlich anders dargestellt sein. Deswegen haben sie die Hügelgräber damals geplündert, zu Kriegszeiten, damit sie da das ganze Gold rausfischen konnten. Weil es ist aber wichtig, weil die Amerikaner, die wissen, was sie tun, weil das sind ja Urdeutsche. Die einen wollten es retten, die anderen wollten es haben zum... Es gab immer beide Seiten. Genau, es gibt immer beide aber Seiten. Aber es ist so viel übrig geblieben davon und es ist eigentlich auch gar nichts verschwunden in dem Sinne, weil alles wieder auffindbar ist. Und wenn wir uns alle bewusst sind, dass wir nur super leben können in einem Matriarchat und wir endlich wieder beginnen, die Urmutter zu würdigen, dann werdet ihr merken, wie das langsam umschwenkt. Ja, man muss sich nur dessen bewusst sein und den Willen haben, wieder danach zu leben. In Liebe. Paradiesisch. Und dann fängt es an, umzuschwenken. Natürlich ist da noch Ego, was einem dazwischen funkt. Das sollte man erkennen und loslassen. Weil das ist Patriarchat. Diese Kopfmatrix, diese Ego-Welt mit diesen Neid, Zweifel und so weiter, Angst. Das ist Patriarchat, weil seitdem das Patriarchat begann, seitdem gibt es diese Angst in den Menschen. Ja, weil sie genau wussten und immer noch wissen, dass man in Angst die Menschen leiten kann. Und wenn ihr euch bewusst seid, dass das halt nun mal der bessere Weg ist, weil wir sehen es doch. Und euer Herz sagt es euch auch. Wenn wir alleine, die in der Familie die schwarzen Schafe in Anführungsstrichen immer waren, uns dessen bewusst sind, dass es das gab, dass das der Ursprung ist, dass alles andere daraus resultiert, egal welche Geschichte im Patriarchat erfunden wurde, alles hat den gleichen Kern, der mit dem Urmutterstamm in Verbindung gebracht wird oder anhand von Beweisen, Ausgrabungen einfach nur mal auch bestätigt ist in allem. Wenn man das kapiert, dann will man gar nichts anderes mehr als das Matriarchat zurück. Ja, da die Frau die Verkörperung der Liebe ist, ja, schaut doch bitte mal, wenn ihr so einen Amazonenfilm schaut, wie wunderhübsch die ganzen Frauen sind. Da gibt es nicht eine, wo du sagst, die passt doch nicht rein. Die sind alle wunderschön. So, und jetzt seht ihr doch bis heute, was passiert ist. Keine Frau, also nicht keine, wenige Frauen machen sich wirklich noch zurecht, weil sie sich lieben. Weil sie so gerne gesehen werden möchten. Sie möchten gesehen werden. Wie viele Männer tun das noch? Daran sieht man es. Ich habe es damals in meinem Buch genannt, wir leben ja auch in der Jogginghosen-Fraktionsebene oder Zeit. Das ist das Resultat aus dem Ganzen. Und dass das alles immer schlecht gemacht wurde, das Matriarchat, in dem die Amazonen oder Skythen als mörderische Frauen, kriegerische Frauen genannt wird, um einfach die Abwertung im Kollektiv entstehen zu lassen gegenüber dem, damit du nur ein schlechtes Bild davon hast. Aber im Grunde genommen ist es genau das
Gegenteil davon. Ja, bis heute gibt es Männer, die sich lustig machen über uns Frauen. Das ist genau das Gleiche. Das gibt es seit dem Patriarchat. Weil ab dem hatten die Frauen nichts mehr zu sagen, durften nicht mehr heilen und mussten alles erdulden. Und die sich nicht gebeugt haben, sind entweder ins Fegefeuer oder sind in irgendwelche Klöster geflüchtet, wo sie wenigstens noch ein bisschen sie selbst sein durften. Oder unter ihresgleichen waren. Ganz wichtig. Man muss nur schauen, was ist aus dem Ganzen resultiert. Warum sind die ganzen Frauenkirchen, und sie haben alle, guckt euch in Spanien, guckt euch überall in Italien, guckt euch auch hier an. Überall waren die Kirchen weiblichen Namens. Das waren die Stammesmütter. Die hatten fast immer denselben Namen. Und das wurde alles umgewandelt. Ja, aus... Später wurde dann, hieß es, die Urmutter, das war dann keine Urmutter mehr, ach, das war dann die Germania, das war dann einfach nur noch ein Zeichen für Europa. Germania, dann auf einmal war es nur noch ein Zeichen und davon gar keine Rede mehr, dass das unser Urstamm ist. Da wurde es als Göttin abgetan und dann ist natürlich die Fantasie verloren gegangen bei den Menschen und die glaubten, dass das nur noch wie ein Science-Fiction-Film oder Sagen, Geschichten sind, die eigentlich keine Realität hatten. Aber das genau zuerst hier war. Und vor der Germania gab es noch eine. Die Francofortea, genau. Könnt ihr mal schauen, die gab es schon vor der Germania. Sieht komischerweise genauso aus wie die Germania. Nur die Germania hat eine Krone in der Hand. Die Francofortea hat den Lorbeerkranz. Das war eine der sieben Stammesmütter. Sicher, natürlich. Und die alle nach dem Matriarchat der Urmutter gelebt haben. Und es gibt so viele, ich hätte es nicht gedacht, ich müsste jetzt echt gucken, aber kann ja jeder selber recherchieren, wie viele Urstämme es mittlerweile, also immer noch gibt, die Matriarchat leben. Schaut euch an, wie liebevoll es dort ist. Schaut euch an, was da für eine Ordnung ist. Vergleicht das mal mit dem hier da draußen. Vergleicht das mal. Ich habe ein wunderschönes Beispiel. Also bringe ich wieder Wonder Woman mit ins Spiel. Guck mal, was die anhaben, wie sexy die aussehen. Sexy, aber trotzdem enorm stark. Ja, die haben eine Präsenz, ja, wo man aufschaut und sagt, wow. So, weil ich sie eben mit Kleidern hatte. So, ich habe nie aufgehört, Rock zu hören. Ja, ich habe dieses Lebensgefühl jeden Tag behalten. Dementsprechend kleide ich mich auch. Das haben ganz viele verloren. Aber jeder hat seinen eigenen Style verloren, den er mal hatte. Früher hatte jeder seinen Style. Ja, wenn du samstags weg bist, wie lange hat man vom Spiegel geschaut? Auch als Mann. Dann hast du so lange probiert, bis du für heute das passende Outfit gefunden hast. So, jetzt gefalle ich mir, jetzt gehe ich raus. Heute spielt es keine Rolle mehr, weil man sich irgendwo aufgegeben hat, aber genau das Gegenteil eigentlich der Fall sein sollte. Das heißt, viele identifizieren sich gar nicht mit dem, was sie mal gelebt haben, sondern sind im Alltag wie andere. Jetzt sagen wieder viele, Klamotten, das ist alles nicht wichtig. Ja, es ist egal, ob du dick, groß, klein, dünn bist. Ich sag mal, für Dicke, Meatloaf, ja, ist für mich ein sexy Mann, weil der weiß sich anzuziehen auch. Der hat eine gute Stimme, das strahlt ihn aus. Und hat immer eine schöne Frau, mit der er singt. Und das ist, du sagst es gerade, jeder, der sich dementsprechend sexy auch kleidet, der fühlt sich auch so. Ja, weil er, das strahlst du aus. Genau, das ist genau der Punkt. Und da ist egal, welche Körperbau du hast. Und wenn man sagt, es ist doch egal, was man anhat, es kommt auf die inneren Werte drauf an. Ja, aber anhand von dem, was du anhast, zeigst du mir, wie es in dir drinnen aussieht, wie du dich fühlst. Genau. Weil wenn du dich schlapperig, gammelig, müde, was auch immer fühlst, dann hast du auch dementsprechend schlapperige Klamotten an. Mhm. Ja? Du zeigst es doch selber, das ist dein Spiegel, das ist dein Außenbild. Und wenn es dann hieß, die Frauen, die Amazonen, die haben sich eine Brust abgeschnitten. Nee, so war es nicht. Eine Brust war immer frei. Immer, du musst es umdrehen. Es war immer nur eine Brust frei. Eine Brust frei zu sehen. Weil sie haben nicht mit Pfeil und Bogen gekämpft, sie haben mit Speeren gekämpft. Das, und mit das kann man erkennen, weil unsere die Kelten danach, die haben auch alle Speere verwendet, ja. Aber wichtig ist, dass die Frauen gekämpft haben mit ihren Reizen. Das heißt, sie haben da aufgrund dessen, weil eine Brust freigelegt war, den Gegner damit schon irritiert. Jede Frau weiß, wie es ist, wenn das Dekolleté ein bisschen tiefer ist und du gehst irgendwo hin. Die Blicke, die fallen erstmal ein bisschen tiefer als in Augenhöhe. Das sind die anderen Augen dann, ja, mit denen dann erstmal gesprochen wird, bevor dann einem der Blick ins Gesicht dann gewidmet wird, ja, in die Augen. Und genau das ist, du paralysierst sie. Das ist damit in der Bibel gemeint. Passt auf, schaut ihr nicht in die Augen. Diese Schlange, sie wird euch hypnotisieren und so weiter. Nee, die Frau hat einfach mit ihren Reizen gespielt. Aber das ist doch auch das, was jeden Mann reizt. Warum ist das wohl so, dass es jeden Mann reizt?
Ja, warum ist es nicht so, dass die Menschen damals, die waren nicht alle keusch, die haben nach außen keusch getan und hintenrum haben sie gevögelt wie die, was auch immer was. Ja, das zeigt es doch, der Urtrieb ist doch in euch drinne. Und durch keusch werden kannst du den nicht überdecken oder durch Peitschen oder so eine Kacke auf Deutsch gesagt. Also es ist so, du musst echt genau hinschauen, warum etwas alles ist. Wie gesagt, wenn du das kapierst, was wir hier sagen und es mit dir resoniert, dann weißt du nicht nur erstens, wie weit du bist, dann weißt du auch, was das für eine Grundlage hier ist. Dann kommst du auch immer mehr zu der Erkenntnis, dass egal was war, irgendwelche Machtkriege nur allein darauf beruhen. Auf die Restschätze, die daraus noch geblieben sind. Aber der größte Schatz, das sind wir alle. Das dürfen wir nicht vergessen, egal welcher Schatz da existiert. Der größte Schatz ist jeder Einzelne selbst. Und wenn jeder Einzelne selbst das fühlt, was wir hier sagen, mit dem Ursprung, na, dann sind wir doch schnell durch. Vielleicht fühlt sich jetzt jemand angesprochen. In jeder, mindestens ein, gibt es in jeder Institution, in jeder Firma, in jedem Geheimbund, egal wo, was, überall gibt es mindestens einen, der das aus Liebe zur Wahrheit tut, was er da gerade, wo er gerade ist. So, das ist zum Beispiel so, wenn dann so Kunstschätze geraubt werden. So, es ist immer einer dabei, der plaudert. Ja, das heißt nicht, er hat jemanden verraten, sondern er hat es für die Wahrheit getan. Genau, da haben wir sogar selber ein Beispiel. Was? Als wir auf der Wewelsburg waren. Ach so, ja. Genau. Und ich war da ja sowieso schon ziemlich heiß auf dieses Thema, die Zahlen, die Jahreszahlen über der Tür. Und da habe ich es wahrhaftig gesehen. Ich habe gesehen, dass also du kommst in die Wewelsburg rein, du gehst rechts und auf der rechten Seite gleich ist eine Tür, da steht eine Jahreszahl drüber und davor steht keine Eins. Es steht keine Eins da. Und also gehe ich davon aus, dass 1000 Jahre einfach dazu gedichtet worden sind, aufgrund des J ist. Das J oder I, was davor war. Also ich gehe davon aus, es war ein I, weil das würde erklären, in so und so viel. In Jahr, in dem Jahr so und so viel. In 900 noch was. Oder in 800 noch was. Also eigentlich im Grunde genommen können wir nicht von 1800 ausgehen, sondern wir müssen von 800 ausgehen, weil das die 1 nämlich ein I ist. Und daraufhin sind wir reingegangen in die Rezeption und habe ich ja gefragt gehabt, wieso, wie kann das sein, dass die Zahl hier als 1800 oder was angegeben ist, da draußen aber der klare Beweis ist, dass da das keine Eins ist. Und dann sagte der Mann auch, ja, wir wissen das. Natürlich wissen die das. Und da war mir schon klar, hier wird was ganz Großes gespielt und hier wird vieles was muss noch ganz Großes vertuscht, also noch geheim gehalten. Aber er sagte selber, wir wissen das, aber wir müssen das hier so sagen. Ich hätte das Gespräch so gern aufgenommen, aber ich war in dem Moment selber so energetisch so aufgeladen, dass ich soweit gar nicht impulsiert habe. Ja. Nee, ich brauchte einfach diesen Beweis für mich selbst, für uns. Ich brauchte diesen Beweis, weil du ja schon lange über diese Jahreszahlen berichtet hattest. Oh, das hat einen Boom ausgelöst, als ich das damals gesagt hatte, in irgendeinem wahren Offenbarungsteil. Ja, es hat einen Boom ausgelöst, aber überzeugt euch selber von dieser Tür. Aber Boom, aber danach ist auch nicht so viel passiert, das wollte ich damit sagen. Nee, aber das ist immer so, nach jedem Video macht's mal kurz View und dann flacht das bei den Leuten ab, weil sie wieder im Ego landen, weil sie wieder Angst haben, oh, es passiert doch eh nichts, es wird immer so weitergehen. Das ist genau das, was es hier aufhält, ja. Aber wenn ihr versteht, was der Ursprung ist, dann versteht ihr, warum auf einmal Patriarchat da war. Und dann versteht ihr, dass wir immer noch genau da drin sind, wie es entstanden ist. Es ist nur moderner geworden. Es ist genau das Gleiche. Und aus diesem Patriarchat müssen wir raus. Das heißt, auch die Politiker bzw. Parteien, sowas brauchen wir nicht. Wir Frauen regeln das auf unsere Art. Und die ist immer liebevoll. Genau. Aha. Wenn andere sagen, wir brauchen das Parteiensystem, nein, lass doch mal die Frauen das entscheiden, beziehungsweise erfühlen. Das, wovor die Ego-Welt Angst hat, auf Frauen zu hören, sich von Frauen was sagen zu lassen, es ist langsam Zeit, dass ihr das ablegt. Weil sonst führt ihr uns damit in den Abgrund. Und viele glauben, sie tun das Richtige, aber sie stehen ja immer noch zu dem, was angeboten wird. Also kann das nicht das Richtige sein, weil das Patriarchat ist. So einfach ist das. Und wir müssen uns auch nicht mit irgendwas beruhigen, von wegen, es ist doch gar nicht so schlimm hier. Nee. Das ist Sklaverei. Gedenkt an die Ahnen. Wenn ihr an die Urahnen gedenkt, dann müsst ihr wirklich an den Urstamm zurückgehen.
Weil sonst wisst ihr gar nicht, an wen ihr da gedenkt. Jeder, der mal selbstständig war oder selbstständig ist, der weiß doch, wie viel er von seinem monatlich Erwirtschaften abgeben muss. Tust du das wirklich gerne? Machst du das weiter? Warum machen wir das hier nicht? Warum haben wir keine Webseite? Weil wir das nicht brauchen. Aber die, die es immer noch machen, werden immer tiefer jetzt in den Geldbeutel greifen müssen, damit sie kapieren, dass auch irgendwann gar nichts mehr da ist, um das bezahlen zu können. Weil wenn sie weiter in dieser Ego-Welt verweilen, in dem Patriarchat, kriegst du alles genommen. Dann kriegst du alles genommen. Aber ihr provoziert genau das. Steht so geschrieben auch. Ja. Ihr kriegt alles genommen, ihr werdet glücklich sein. Hat doch der Schwab auch gesagt. Es ist gut, alles genommen zu bekommen, ja, weil die Menschen dann im Ego sind, im Materialismus. Erst dann. Wenn du merkst, dass alles wegwandert und du so laut schreist aus dem Inneren, von wegen, sie nehmen mir alles, es ist alles so schlimm, dreh's um. Du brauchst keinen Materialismus. Du brauchst es nicht. Es ist genau das, was zum Patriarchat dazugehört. Der Materialismus, der den Neid, die Eifersucht, aus der resultiert alles, aus Angst. Ja, das ist der Grundbau, das System vom Patriarchat. Das ist die Pyramide nach oben. Die Pyramide nach unten, die geht in Liebe. Ja, wie ein V steht ja für die Frau. Das V? Ja, für Victory. Victoria. Da gibt es ja sinnbildlich in der spirituellen Welt die Frillfrauen. Ne? Richtig. Schaut euch mal an, da gibt es ein paar Bilder. Frillfrauen, das ist ja genau das Gleiche. Ja, das sind eher Amazonen. Ja, natürlich. Aber auch von denen gab es mehrere Stämme. Es waren damals 7 Stämme wohl. Ja. Und aus diesen Stämmen ist nun mal alles entstanden. Das sieht man auch, wie war das damals mit diesen ganzen, die andere Geschichte von Hyperborea und sowas. Das ist genau das Gleiche. Ja, die Geschichte ist die gleiche, aber eigentlich ist das damit gemeint. Genau. Immer gucken, ist das wirklich, ist da noch was dahinter? Ja, dann musst du bis zum Ursprung gehen und dann siehst du, ach, da ist das raus entstanden. Es geht nicht darum, was heute damit ist. Es geht nur darum, auch nicht, was vor 50 oder 100 Jahren war, sondern wie war es beim Ursprung? Wenn du das weißt, dann weißt du, warum es heute auch so ist. Und die Wahrheit kannst du auch nicht umbringen. Oder in allem hier steckt so viel Wahrheit. Und wenn es nur ein Fünkchen ist, und das erkennst du in der Selbstliebe. Erkennst du die ganze Wahrheit hier Stück für Stück, wird sie dir gezeigt. Und das steht ja in der Bibel. Die Wahrheit wird dich frei machen. Ja, und deswegen auch die Weltkriege. Zu diesen Zeitpunkten war sehr viel Information unterwegs. Oh. Über den Urstamm. Und das mussten sie irgendwie vernichten, damit sie das Patriarchat weiter aufrechthalten konnten. Und deswegen sind die Kriege vollzogen worden, um Gräber, Büsten, Häuser, also Gemälde, was auch immer, alles Mögliche zu zerstören. Und dann, das war immer wieder so ein Schub. Dann kamen wieder Sachen zum Vorschein. Das war wieder zu viel, das musste wieder vernichtet werden. Aber du kannst die Urgeschichte nicht vernichten. Mm-mm. Gerade jetzt sind die Frauen so stark und sind mutig und hören endlich auf ihre Impulse. Und das ist das, was alles noch mit vorantreibt, der Mutterstamm. Deswegen sagen wir, wenn der Mutterstamm hier nicht stark ist, dann kannst du alles vergessen. Dann ist das alles zum Scheitern. Haben wir ja schon, sagen wir ja schon lange. Ja. Es sollte jetzt angekommen sein, spätestens. Spätestens jetzt. Der Mutterbaum ruft. Der Urmutterbaum ruft. Das heißt, wir müssen an den Urstamm zurück. Das ist der Urstamm. Damit fing alles an. Vielleicht für noch so einige Skeptiker. Es gibt Wissenschaftler, die einen sind so und die anderen sind so. Das seht ihr genau, wer im Kopf ist und wer das von Herzen macht. Wer es fühlen kann. Das erkennt man sofort, wer da was Stimmiges sagt. Das ist das eine. Und wenn du das Feuer in dir hast, warum hast du noch nicht angefangen? Was hindert dich? Nur der Kopf, sonst gar nichts. Umso mehr wir werden, umso schneller geht das hier. Die meisten wollen es doch, dann müsst ihr mitmachen. Ansonsten seid ihr feige. Feige vor euch selbst. Ihr habt Angst vor eurer Megagröße, dass ihr die entfacht. Wir kennen viele, die sagen auch wirklich, ich habe Angst vor meiner Größe. Das kann ich verstehen. Wenn man aber checkt, wie groß wir wirklich sind und wie man das dann anwendet, und zwar nur in Liebe, wird sich hier alles von alleine regeln, weil gegen die Liebe keiner was kann. Niemand. Das ist das, was alle wollen. Und nochmal kurz zu den Jahren. Du hast ja gesagt, ne, ja, 1500 ist 500. Und genau die ersten 500 Jahre war Matriarchat. Dann, genau nach 500 Jahren, so ungefähr so, ihr habt 500 Jahre Zeit gehabt, jetzt sind wir dran. So, jetzt sind wir im Patriarchat, jetzt sind wir aber schon 724 Jahre später.
Und sie haben es immer noch nicht geschafft. Und sie werden es auch nicht schaffen. Und das ist das, was dann gespiegelt wird in Operation Looking Glass. Alles wurde mit dem Computer durchgespielt, jedes Szenario, wie bei Wargames. Alles wurde durchgespielt und das Ende war immer das Gleiche bei allen. Du bist bei der Liebe angekommen. Alle Wege führen nach Rom. Ja. Deswegen habe ich das Video mit in Kanal Operation Looking Glass. Was ist das? Es ist nichts anderes, weil die Computer wurden ja auch von uns erfunden. Was sollen die uns denn zeigen? Was stand geschrieben? Die Skythen hatten die Herrschaft über ganz Eurasien, ne? Ja, sicher. Ja, also haben wir da nicht eine Karte gehabt auch? Ja, ja, wir haben... Die Frauen, ja, natürlich. Ja, ja. Das sind so viele Impulse. Man muss noch recherchieren, dann sieht man, was war und was daraus geworden ist und immer noch ist. Und warum die Ukraine so wichtig ist. Und warum es hier immer enger jetzt wird für die, die immer noch wegschauen. Und genau, warum Ukraine so wichtig schon immer war. Also, ich habe hier, wie gesagt, es gibt immer, wenn hier draußen irgendwas ist, was wir alle beiläufig mitbekommen, ob das jetzt bei der Nationalmannschaft die Regenbogenbinde ist, wo sich viele aufgeregt haben. Ich habe das als wunderbares Zeichen gesehen, die Regenbogenbrücke, dass der überall sichtbar wird, egal was da draufsteht und was es geht. Es geht immer um die Symbolik. Was hat sie uns zu sagen? Und bei denen, was die Regenbogenbinde, jetzt der Lela Becker ist... pleite, genau. Aber das Wetter hoch vor kurzem, wo so kalt jetzt war die ganze Zeit, hieß ja dann, es wird lila ausgerufen. Das habe ich noch nie gehört im Wetterbericht. Ne? Es wird lila ausgerufen. Also das ist alles da. Und bei der Ukraine ist mir damals direkt aufgefallen, ach, die haben aber geile Farben, Landesfarben, also gelb-blau. Habe ich gedacht, gut, dann sind auch die Farben jetzt wieder mehr präsent. Ja? Genau, deswegen sollten wir ja auch dann so ein bisschen aufgerüttelt werden durch diese ganze Kriegsgeschichte, weil viele, die ja dann gegen den Krieg, also ich bin auch gegen Krieg, aber viele haben dann in der Zeit dann gesagt, oh Gott, die haben die ukrainische Farbe, ach du Scheiße, scheiß Ukraine und all so ein Zeug kam ja dann. Aber das sind ja Atlantisfarben. Nee, Moment, scheiß Russen kamen. Die haben alle zur Ukraine gehalten. Indirekt wissen sie gar nicht, wozu sie da halten, weil sie haben gerade Energie dahin gegeben, dass diese Sachen geschützt sind. Die nächste Stufe des Erwachens war nun mal danach, dass du dann diese Umkehr hast und von wegen Ukraine, das ist alles nur Lüge, die machen reine Sache mit der Regierung und die Menschen, die in der Phase waren, haben allergisch auf die Farbe der Ukraine reagiert. Ja, verstehst du? Das war dann next Level, aber wenn man genau hinschaut, es sind die Farben von Atlantis. Und wenn wir jetzt sagen, dass in der Ukraine die ganzen Königsgräber, die hier verdammt wichtig sind, um unsere Vorgeschichte so in Stein zu meißeln, das ist nicht nur in Stein gemeißelt, sondern es wird aus dem Stein gerade rausgeholt, ja? Entmeißelt, oder wie sagt man das? Gemeißelt, es wird aus dem Stein gemeißelt. Und dieses findet eigentlich schon sehr, sehr lange statt. Hätte schon auffallen müssen, als der Name Tschernobyl gefallen ist. Und da sind so viele ausgewandert, weil alles angeblich radioaktiv verseucht wäre. Wieso heißt Tschernobyl Sarkophag? Ja? Ich weiß ja, was in der, wo ich ja selbst mal drin war, in der Verschwörerszene gesagt wird, was da sein soll. Nee, ist was anderes. Ja? Da wird was ganz Großes geschützt. Und deswegen ist doch klar, dass der Russe da mitspielt, ja? Wer soll es denn sonst machen? In Deutschland geht das ja nicht. Das ist hier so nicht möglich. Und Amerika ist... Die haben eine andere Aufgabe hier, ja? Uns gute Filme zu machen, uns eine gute Show zu bieten. Und dann versteht man das auch alles hier. Und dann siehst du ja auch, dass es ja gar nichts Böses gibt. Dann verstehst du auch, warum Katharina die Zweite dafür gesorgt hat, dass das Ganze in russischer Hand bleibt. Ja. Damit es geschützt wird. Die war doch auch... War das nicht auch die Königin von Ungarn? Ist ja nicht das. Also, wenn es um so wichtige Geschichten geht, dann ist mindestens eine, sie oder er, immer König von Ungarn. Ja? Also, wichtig ist, sie hat es entschieden. Ja, also, genau. Damals, wo eigentlich Frauen ja angeblich nichts zu sagen hätten, hat sie es entschieden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die hat den Mann spielen lassen, bei kleinen Entscheidungen lass ihn. Aber die wichtige Entscheidung hat sie getroffen. Ganz genau. Sieht man in einem Römerfilm auch. Wenn zwei Gladiatorinnen gegeneinander kämpfen und da gab es so ein Zeichen, wie die zwei Finger von Jesus nach oben, nach vorne heißt eigentlich, er ist gut und Daumen nach unten heißt umbringen. Aber damals hat der Kaiser damit nicht viel Geld verdient, also im Gegenteil, er hat was verloren, wenn er umgebracht wurde. Ja?
Dann musste er nämlich was bezahlen. Also die dürften eigentlich gar nicht umgebracht werden, sondern die mussten einfach eine Show bieten. Genau. Ja. Als Clowns. Und da hat bei der einen sie die Entscheidung getroffen. Ja, von wegen, das Volk wollte sie. Und sie hat gesagt, nein. Genau. Ja, weil die Frau weiß, wer ist. Die Frauen erkennen sich übrigens. Und deswegen können wir jeden Mensch erkennen, der nicht eine Selbstliebe ist. Und dann können wir sagen, so und so, da ist noch was, schau mal hin, und umso schneller geht es doch für dich. Wir sind auch nur eine Brücke zu dir selbst. Wenn man da wieder zu Trump kommt, also der hat echt eine krasse Amazone an seiner Seite. Oder hat sie ihn an ihrer Seite? Ja? Die Frau steht nicht so gerne im Vordergrund. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kennedy hat auch eine schöne Frau. Starke, mutige. Ja. Ja. Amazonen gibt es bis in die heutige Zeit. Wir nennen jetzt hier gar keinen. Aber ihr findet viele bei den Stars. Ist ja klar, wo denn sonst? Ja? Die so viel auf ihrer Bühne zeigen, ja? Und schau immer genau hin, wo es heißt, oh, die sind aber satanisch. Ja! Schau dir die mal ganz genau an. Ja. Was sagen sie da? Was singen sie da? Es ist alles versteckt. Ich gebe euch ein Beispiel. Für alle, die keinen Rock hören. Bei einer macht ihr alle eine Ausnahme. Wisst ihr wer? Bei Doro. Doro kennt ihr alle. Doro mögt ihr alle. Warum? Weil sie wie ein Vorbild ist. Obwohl sie so klein ist. Aber sie weiß sich auch zu kleiden. Sie sieht nämlich da immer sehr groß aus. Aber also in Wacken sah sie für mich groß aus. Sie ist groß. Ja, da spielt nämlich die wahre, also die 1,65 oder was, das spielt doch keine Rolle. Nee. Das, was du ausstrahlst, was du bist. Und sie lebt ja diese Musik. Und ich habe noch nie irgendeine Frau gehört, die gesagt hat, ich mag Doro nicht. Also 1,65 ist nicht klein. Nein, 1,5, ich weiß nicht, sie ist auf jeden Fall, ich war ja live dann sieht man es mal, wenn du direkt vor ihr bist. Aber ansonsten siehst du das nie. Warum? Weil sie das lebt und liebt, was sie tut. Ja, weil sie das ausstrahlt und dadurch sowieso schon größer erscheint. Wird. Und das tue ich auch, Brina auch. Wir stehen für uns selbst. Das, was unser Lebensmotto ist, das sieht man uns an. Bei uns sieht man, wo wir stehen. Und so war das ja früher bei den Stämmen genauso. Was sie anhatten, da wusstest du genau, zu welchem Stamm sie gehören. So, und deswegen, Allerweltskleidung. Es gibt immer irgendwo was. Zur Not gibt es ja wunderbare Etsy-Seiten oder wie heißt die, Temu, wo ihr Klamotten kriegt, die habt ihr so noch nie gesehen, ja. Einfach mal seinen Impuls folgen, boah, ich würde das ja auch gerne mal anziehen. Ja, dann probier doch mal durch. Es ist auch immer gut, wenn du dann selbstkritisch bist. Okay, das steht mir nicht, das steht mir, bis du sagst, boah, geil. Das findest du dann selbst so geil und gehst dann so raus. Ich weiß das noch von Fasching früher. Da habe ich mich so dermaßen verkleidet als Rockstar und bin raus. Da habe ich mich gefühlt wie Gene Simmons von Kiss. Der hat gesagt, auf der Bühne, wenn ich der Dämon bin, da fühle ich mich übermächtig. Wenn ich wieder das aus habe, bin ich wieder so normal. Aber wir leben das halt dauerhaft. Ja? Wir leben das dauerhaft. Weil wir uns lieben. Ja? Das hat mit Angeben oder so gar nichts zu tun. Sondern weil wir uns lieben. Und wir zeigen diese Liebe gerne, weil wir müssen es ihnen doch zeigen. Wir wollen doch, dass alle so werden. Die Welt ist doch grau genug. Wir wollen doch wieder eine schöne, bunte Welt. Ja, wir sind auch ganz offen. Sexualität hat früher eine ganz andere Rolle gespielt. Ja, und deswegen können wir auch offen, frei darüber reden. Und dann sieht man überall, oh, da ist jemand verschämt. Oh, da merkst du Schamgefühl und da merkst du Schamgefühl. Ja klar, aber das dürft ihr jetzt alle ablegen. Wer Schamgefühle hat im sexuellen Bereich, sind einfach die Dinge, die ihr noch glaubt daran, dass es was Schlimmes wäre, oder unterdrückte Sexualgefühle, das heißt, noch nie richtig seine Sexvorlieben ausgelebt. Selbst wenn sie sich hinterher als was rausstellen, was man nicht benötigt, aber man wollte es schon immer mal probieren. Und wie kannst du es denn rausfinden, wenn du es nicht probierst? Ja, das ist dasselbe, ich stelle dir jetzt hier einen Kaffee hin und dann sagst du mit oder ohne Zucker, sag ich, ja, probier doch, dann weißt du es. Aber wenn du nicht probierst, weißt du es nicht. So einfach ist das. Du weißt doch nicht, wie es schmeckt, wenn du Salz also im Kaffee hast. Musst du erst mal probieren, wie es schmeckt. Und dann kannst du deine Ansicht teilen. Deine Beobachtung oder deinen Geschmack. Das ist wieder perfekt fürs Ende. Pass auf, ich stelle jetzt einen Kaffee hin mit Salz und einen mit Zucker. Ich glaube, keiner würde den mit Salz nehmen.
Wenn er es vorher wüsste, meinst du? Wenn er es vorher wüsste. Also was haben wir hier in der Welt gemacht? Wir mussten mal die Dunkelheit schmecken, wir mussten mal Leid, Trauer, Neid, alles schmecken, um zu wissen, was es ist. Und dann die Erkenntnis daraus zu haben, dass das ja nicht zu uns gehört und wir uns somit hier im Körper für sehr lange Zeit, wie wir wollen, wie soll ich das, gesund manifestiert, wie soll ich das nennen, dass alles raus ist aus dir, wo du glaubst, dass es so ist. Ja, wenn du glaubst, dass du irgendwas in dir hast, dann ja nur, weil du daran glaubst. Du kannst mit deinem Glauben Riesenberge versetzen. Das ist, steht in der Bibel, genau. Ganz genau. Jetzt kommen wir wieder zu den Hügelgräbern, ja? Dann kannst du Berge versetzen. Das ist ein sehr guter Weg. Wenn du daran glaubst, dass unsere Vorfahren existierten, dann willst du sogar diesen Hügelgrab versetzen. Du bist ganz gespannt darauf, was der Russe als nächstes da ausgräbt und nach außen bringt, weil er behält das nicht für sich. Er setzt das in Archive oder in ein großes Archiv, wie auch immer. Und da kann es dann jeder finden. Und zwar aber erst dann, wenn jemand durch Impulse dorthin geleitet wird. Ja? Vorher findet man das nicht, weil du bekommst Impulse nicht umsonst. Wenn du den bekommst, dann ist für dich was freigeschaltet. Dann sollst du da dir eine Information herholen, rausziehen. Ja? Wissen ist eine Hohlschuld. Das heißt, du sollst auf Impulse hören. Und dann kannst du dein Bild immer mehr zusammensetzen. Aber wie gesagt, wenn man im Patriarchat sich versucht, da ein Bild zusammenzusetzen, dann wird man kläglich scheitern, weil man eben das Patriarchat nicht verstehen kann, wenn man nicht vorher verstanden hat, dass vorher das Matriarchat war. Die Urmutter, aus der alle geboren sind, nicht aus einem Gott, aus der Urmutter sind wir geboren. Und genau das ist das, wenn du das verstehst, dann verstehst du den Rest auch. Dann hast du die ganzen Antworten. Dann wird dir jeder Krieg klar. Dann wird dir klar, warum es Regierungen gegeben hat. Das ist alles nur, um ein Patriarchat aufrechtzuerhalten und die Lüge, beziehungsweise das Gold und die ganzen Beweise die zurückzuhalten. Mehr ist das nicht. Aber die Menschen, die immer wissbegieriger werden, also immer mehr wissen wollen und durch dieses Wissen auch diese Schwingung mit sich führen, dann zieht man das natürlich noch stärker an. Und das macht im Kollektiv ja auch was in dem Feld. Ja? Das, ja, wenn sich die Menschen ihres Ursprungs bewusst werden, dann gehen sie in die ursprüngliche Kraft zurück. Mehr sage ich dann nicht. Wie denn sonst? Mehr sage ich nicht. Die Ursprungskraft ist dann wieder da. Also ich danke unserer Urmutter. Ich danke keinem Gott. Ich komme nicht aus einem Gott. Ich komme aus der Urmutter. Wie jeder andere von uns hier auch. Weil Gott hat keine Mumu und auch keine Gebärmutter, ja, wenn man sich das endlich mal bewusst ist, dann weiß man, es geht hier weiter. Wir bleiben hier nicht an einem Punkt stehen. Wir sind nicht hierher gekommen, um zu arbeiten und krank, alt und krank zu werden. Zum und dann Gegenteil. Zu gehen. Das ist, darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir zum Urkern wieder zurückkehren, weil dann sind wir im Paradies. Und das nochmal auf Deutsch zu sagen jetzt, wer nicht mitmacht da draußen für sich, ist feige. Das ist das Gegenteil von Mut übrigens. Ja. Das heißt, ich halte mich da raus. Sich enthalten ist ja wie bei einer Wahl, ich enthalte mich, ja, klar. Eigentlich weiß ich, was ich will, aber ich enthalte mich. Ja? Enthaltung ist eigentlich immer Nein. Enthaltung bedeutet Zweifel und das kommt immer aus dem Ego. Ja. Weil der Impuls, eigentlich war der Impuls schon da, aber der Kopf ist dann noch stärker und hat die Oberhand und gewinnt. So, das heißt, du entscheidest dich für die Matrixwelt, die dann noch so ist. Aber ich muss jetzt was sagen. Für alle, die jetzt immer noch dabei sind und das Ganze hier sich angehört haben. Ich durfte gestern oder vorgestern durfte ich für einen kurzen Moment das, was Brina sagte, aus dem Ego hören. Und soll ich euch sagen, was ich verstanden habe? Nichts. Ich habe gesagt, das war eben, als hättest du mit mir Fachchinesisch gesprochen. Ich habe die Wörter wahrgenommen. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was du mir sagen wolltest. Und da habe ich gesagt, ich habe dich eben aus der Sicht des Egos gehört. Und jetzt kann ich verstehen, warum viele weggehen von uns. Weil das sie so dermaßen überfordert und sie wirklich einen Wörterbrei hören, mit dem sie nichts anfangen können. Weil wir natürlich auch mit einer ganz anderen Schwingung sprechen. Das ist ja klar. Und wir sind es. Wir haben uns daran nicht gewöhnt, sondern das ist ganz normal, dass wenn du aus dem Herzen sprichst, ist die Sprache ganz einfach. Da gibt es keine Fachausdrücke oder so. Und
Diese Einfachheit sind auch viele nicht gewohnt. Deswegen sagen sie auch, unsere Anleitungen für die Selbstliebe, die sind zu einfach oder habe ich schon mal gehört, ja, bringt ja nichts. Ja, aber das mussten viele erst mal so hören, damit sie überhaupt irgendwie einen Ansatz finden. Ja, weil normalerweise, wie gesagt, wenn du dein Ego ablegst, dann kommt auch die Selbstliebe immer mehr. Wenn du das erkennst, dann brauchst du dich nicht in irgendwas programmieren. Aber es muss gewisse Grundlagen geben, damit die Menschen irgendwo ansetzen können. Ja? Weil der Kopf, der kann das ja nicht kapieren. Also musst du irgendwo einen Anfang machen. Ja, ja. Wenn du bis jetzt dabei geblieben bist und hast alles verstanden, was wir hier sagen, zumindest die Hauptinformation, dass du genau weißt, von was wir hier sprechen, dann Glückwunsch, du bist sehr weit. Aber jetzt gilt es, sich selber weiter zu bilden. Durch sich selbst, durch seine Impulse. Weil die hat jeder. Wir wissen das, die hat jeder. Wir kriegen es ja sogar immer mit. Meistens ist die erste Antwort ein Impuls, den du aussprichst. Dann versucht sich der Kopf zu erklären, was du mir gerade sagen willst. Ich sage immer, brauchst du nicht. Du hast doch gerade deinen Impuls ausgesprochen, da gibt es nichts zu erklären. Weil Herz ist selbsterklärend. Alles, was vom Herz kommt, ist immer selbsterklärend. Das braucht keine Erklärung. Erklärung braucht das Ego. Weil es will dann wieder was dagegen sagen. Deswegen brauchst du Ego-Erklärung. Ja? Das heißt dann wieder Diskussion und Diskussionen gehören auch nicht zu uns. So kann man es auch nennen. Also der Kopf-Ego ist Patriarchat. Ja. Das Herz ist die Mama, ist Matriarchat. Matronen. Matre, Mutter. Bei Patriarchat ist der Padre. Ja? So, und so war das früher. Früher gab es die... Ja, da ist der Padre, also der ist genau. Draus geworden. Früher waren es die Stammesmütter, waren die Priesterinnen. Und Päpste gab es nicht, sowas. Das ist auch aus dem Patriarchat zusammengebraut. Die Päpstin, dieser Name in der Form gab es nicht. Es geht bei der Päpstin, der Kern ist der gleiche wie immer, es geht um die Urmutter, ja, die natürlich in vielen Geschichten untergeht, weil es nicht kapiert werden kann. Und deswegen gab es die Priesterinnen und später hat das Patriarchat dieses Priestertum mit übernommen, weil früher, als es Priesterinnen gab, hieß es nun mal auch unter den Priesterinnen, das Priestertum, die Priesterschaft ist den Frauen vorbehalten. Du meinst das 12. Gebot? Ja, und 11., 12. Gebot. Und die Heilung ist auch den Frauen vorbehalten. Das ist ja das, was dann darauf nach der Christianisierung im Patriarchat gestrichen wurde und massiv gegen die Frauen Geschichten erfunden worden sind oder gekämpft worden. Sie wurden umgebracht. Die Linie wurde weiter verfolgt, weil in der DNA eines jeden Menschlein findest du immer die DNA der Mutter. Ja, aufgrund der DNA könnte man den mütterlichen Urstamm zurückverfolgen. Ja, das ist ja deswegen halt auch im Patriarchat mussten dann die Frauen den Namen des Mannes annehmen, damit man auch da die Linie verliert, die Spur. Ja, da sie aber in der DNA ist, ist es unmöglich. Aber mittlerweile findest du ja wieder, dass, wie war das? Dass du ja wirklich nur das Erbgut der Mutter, dass du das in jedem Einzelnen ja finden kannst, ja, aufgrund der ganzen Gentechniken, die es dann gegeben hat, und oder die es heute gibt, kannst du das ganze Bild aufdecken. Du kannst anhand von den Funden in den Gräbern, kannst du gucken, wie stark die Frauen waren, wie alt sie waren und wie robust sie im hohen Alter noch waren und gekämpft haben und wie sie begraben worden sind in Ehren. Und das ist alles das, was du in der Ukraine findest. Und nicht nur da, wir haben ja auch genug Hügelgräber, die wir nicht betreten dürfen, weil eben genau da die Antworten noch auf uns warten. Wenn da jetzt jeder anfangen würde zu plündern, da hätte keiner was von. Ja? Und falls sowas der Fall wäre mit Plünderungen, ja, dann sind wir immer noch bei den Menschen, die am Patriarchat festhalten. Die glauben, anderen was wegnehmen zu müssen. Richtig. Ne? Ist ja klar. Meins, meins, Ego, Ego, meins. Ja, ja. Mhm. Ja. Und dann verstehst du auch, wieso aus dem Matriarchat, der Matre, das Patriarchat der Padre wurde, ja? Das ging ja durch die Zwangschristianisierung, ist das ja so passiert. Aber es ist alles nichts Schlimmes. Es sind immer dieselben Gemeinden, nur andere Namen und da wurden noch ein paar dazu erfunden oder andere heilig gesprochen, das ist alles gar nicht wichtig. Deswegen zurück zur Urmutter. Wo kommt das her? Und deswegen ist der Ukraine-Krieg, ja? Um das, damit das da getan werden kann, ja? Und ja, vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren kam das Gold wieder nach Frankfurt. Mehr sage ich nicht. Und, wie du schon sagtest, das Krim-Gold von Holland nach Russland. Ja, ja, zur Krim zurück. So. Und jetzt könnt ihr mal nachdenken, warum der Krieg wirklich ist. Weil die Zeit abläuft, das habe ich ja schon vor 7 Jahren gesagt. Die Zeit läuft jetzt ab. Die Zeit
der Vertuschung ist vorbei. Die ganze Wahrheit wird offengelegt. Und die wird ganz einfach sein, weil uns wird erzählt, ja, die Erde ist 20 Millionen Jahre alt und da gab es Dinosaurier. Und ja, das ist alles nur Verhöhnung von der Frau Dinosaurier übrigens, ja. So wie Vampire auch, ja. Hexen. Hexen, ja, ist klar, sowieso. Damit jeder glaubt, aber wir können ja überhaupt nicht nachverfolgen, aber, wo wir herkommen. Aber das Schöne ist, es steckt trotzdem die Unsterblichkeit mit drin. Das heißt, wenn du in der Liebe bist, bist du im Herzen, erkennst du dich als Schöpfer, dann bist du unsterblich. Und Vampire sind unsterblich, Hexen sterben nie aus und so weiter. Jetzt, genau das war nämlich das, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr jetzt, wenn der Funk in euch entfacht ist und ihr schaut mal nach den Sküten und so, ist ja auch lustig, da ist das Wort Sky drin. Ja, Sky ist da drin. Wenn ihr da mal genau hinschaut, werdet ihr sehen, dass die, es gibt eine super Doku da, die findet ihr selber, brauche ich keinen Link setzen, wo eine ältere Frau, die sich so mit den Sküten identifiziert und ihre Lebensaufgabe ist, alles über die Sküten so herauszufinden, was die so alles sagt, ja. Es gibt auch andere, die haben Bücher darüber geschrieben, unter anderem eine Frankfurterin. Es gibt sogar ein Buch aus Frankfurt von diesem Aufstand damals, 17 noch was, oder 16 noch was, wo der Goldschatz von Frankfurt geklaut wurde. Also, wie gesagt, das sind alles nur Impulse für euch. Wenn dann Impuls ankommt, könnt ihr mal selber schauen. Aber die, die das, diese Dokus gemacht haben und so, ja, oder die dann auch mitsprechen, auch diese eine Amazone, die da spricht, die werdet ihr sehen, die Bemalte, die Ältere. Bei denen allen ist noch eins festzustellen. Und das ist noch eigentlich immer noch die größte, nennen wir es mal Lüge in der Welt. Sie altern noch. Das heißt, sie haben noch nicht erkannt, dass der Tod eine Illusion ist. Auch die, die sich ganz tief mit dieser, mit diesen Urmutter und so, mit dieser Geschichte befassen, sie werden älter. Daran sieht man noch, dass sie das noch nicht wissen, dass sie unsterblich sind. Und wir hoffen, dass auch die, die solche Dokus drehen oder da drin mitgespielt haben, dass sie mal auf unser Video kommen, da wird es bei ihnen sofort Klick machen. Da wird es bei ihnen einen Boom auslösen, da die an diesem Thema schon so lange dran sind. Und dann wissen sie, warum das heute ist, wenn sie das hören, warum das in der Ukraine ist. Und dann wissen sie auch, worum es hier geht. Und das werden die Ersten sein, die noch bessere Dokus machen, weil sie dann, ist ja ihr Job, sie machen das ja gerne, und dann werden sie da richtig einen rausknallen. Ob, wer das macht, ist ja vollkommen egal, es kommt ans Licht. Und dadurch, dass immer mehr solche Dokus jetzt kommen, wird natürlich bei den Menschen was angeregt. Und gerade die ganzen Frauenkreise, die sich seit Corona noch zusätzlich gebildet haben, der Ursprung ist nun mal der Urmutterstamm. Egal, welche Göttin jetzt da angebetet wird oder sonst was angebetet wird, es geht hier um den Urstamm. Und deswegen haben diese Frauen sich schon gebündelt, weil sie es gefühlt haben. Die Zusammengehörigkeit, diese Verbindung. Da kommt mir ein Impuls jetzt dazu. Viele Frauen vor allem glauben an die Plejaden, Arcturianer und so weiter. Das ist doch klar. Das muss es ja geben, weil ihr daran glaubt. Dann geht ihr meditieren oder geht in eine Trance und hört euch da an, was da kommt. Viele tun das ja auch veröffentlichen, was sie da so gehört haben. Da ist sehr viel weit drin. Aber das auch entstammt dem Ursprung. Es gibt keine Außerirdischen. Ganz genau. Ist immer die Rede von den Sternensaaten. Ja, die Städte waren auch Sternenstädte. Genau. Und in diesen Städten gab es immer eine Hohepriesterin. Ja, und das gab es in jeder Sternenstadt. Anhand dieser Sternenstädte weiß man, genau da gab es sowas. Ja, und genau das... Das ist ja alles überrumpelt worden dann irgendwann, übernommen worden. Daran kannst du es erkennen, weil jeder Plejaden oder was auch immer ist eines der Stämme, egal welcher Name da jetzt genannt wurde, ist eines der sieben Stämme. Es sind immer die sieben Schwäne oder die sieben Zwerge, die ja eigentlich gar keine Zwerge sind, sondern starke Frauen. Es ist immer das Gegenteil. Daran kann man es erkennen. Sternensaaten. Nein, nein, es ist nicht da oben. Da oben auch keine Leylinien. Das sind wir hier unten. Weißt du, wieso die bei Otto zum Beispiel die sieben Zwerge als Vollidioten dargestellt werden? Weil sie die Frau gerne verhöhnen. Ja. Ja, da, komischerweise sind diese Zwerge aber alle liebevoll. Ja, genau die nämlich, die eigentlich wirklich von den meisten verhöhnt werden, das sind die liebevollsten. Ja? So, und wenn du die Schlümpfe wieder umdrehst, ja. Du siehst das Dorf der Männer. Dabei war es damals umgekehrt. Es war ein Dorf der Frauen und ein einziger Mann war da. So fing mal alles an.
Wobei ja Schlumpfine die einzigste im Dorf ist. Und da, wer war das? Wer ist da kurz gestorben? War sie das sogar? Ja, ja, sie ist kurz gestorben und dann kam ja raus, dass sie aus Lehm gemacht wurde und kein echter Schlumpf ist. Und da haben sie eine Fibonacci-Spirale um sie gebildet, haben sich alle an die Hand genommen. Und dann haben sie sie dadurch zum Leben erweckt. Zum Leben. Durch die Liebe in der Spirale. Deswegen, allein daran erkennst du, dass der Tod eine Illusion ist, weil heute wird getrauert, ja. Aber Schlumpfine ist nicht aus Lehm gemacht, Schlumpfine ist aus Liebe gemacht. Das L war schon richtig. Der Rest war nicht so richtig. Also ihr findet das überall. Das ist aber nur, wenn du offen für alles bist, kriegst du überall deine Hinweise. Du kannst gar nicht wegschauen. In jeder Sendung, auf jedem Spaziergang, auf jeder Autofahrt, kriegst du Impulse aus dem Außen. Du musst sie nur wahrnehmen. Aber die meisten gucken weg. Und was war das wieder? Ach, nee, also... So, über was haben wir gesprochen? Ach ja, nächster Urlaub. Nee, das ist wichtig, was gerade kommt. Nicht der nächste Urlaub oder was machen wir am Wochenende. Das ergibt sich von ganz alleine. Du musst nichts planen. Genau, das wäre ja kleinhalten, sich ruhig halten im Patriarchat. Richtig. Also weitermachen wie bisher. Ja. Wollen wir doch aber nicht. Eure Herzen sagen genau das, dass ihr endlich mutig sein sollt und aufhören sollt, diesen alltäglichen Kram weiterzuführen. Der euch ja nicht glücklich sein lässt. Nö. Was habe ich im Buch geschrieben damals? Warum schreibe ich dieses Buch? Weil ich möchte, dass alle Menschen glücklich sind. Das war der Grund. Wir sind alle glücklich, wenn wir alle zum Ursprung zurückkehren. Vorher nicht. Vorher nicht. Geht doch gar nicht. Aber passieren wird es sowieso übrigens. Und das heißt auch, die Befreiung beginnt in Deutschland. Natürlich, weil hier der Ursprung ist. Es ist hier der Ursprung. Es ist genau die Mitte von Europa. Und wenn ihr euch vorhin an das Gehirn erinnert... Von Eurasien. Wo sitzt denn da Deutschland? Schaut doch mal hin. Die Zeichen sind überdeutlich. In der Spiritualität wird es genannt, drittes Auge öffnen. Was ist damit wirklich gemeint? Wo sitzt denn bei der Schädellandkarte das dritte Auge? Was ist denn damit wirklich gemeint? Was ist denn das dritte Auge? Warum sind von hier aus alle geflüchtet in die Welt? Und warum haben so viele, die geflüchtet sind, alle die Kultur mit sich genommen? Und überall da, wo das Patriarchat eingekehrt ist, wurde es umgewandelt. Aber schaut euch die Kulturen an, wo noch Matriarchat herrscht. Diese Welt besteht nicht nur aus Herrschaft. Schaut mal, wie viele Stämme es noch gibt von früher, die das Matriarchat noch leben. China, schaut mal genau hin in China, was da eigentlich ist. Genau da und hier. Sie haben alle, als sie ausgewandert sind, die Kultur mitgenommen. Und je nachdem, was du kannst da anhand der Kultur kannst du erkennen, ob das Patriarchat Einzug erhalten hat oder nicht, oder wie stark sie waren im Zusammenhalt und es geschafft haben, sie selbst zu bleiben. Ja. Vor allem werdet ihr dann auch über einen Satz stolpern, da wird so nebenbei stehen irgendwo, dass die Skythen Wasserpfeife geraucht haben. Und jetzt kommen wir nochmal zum dritten Auge zurück. Es gibt ja im Kopf Cannabis-Rezeptoren. Die gilt es zu öffnen. Macht Sinn, weil so wie das dann an Impulsen übersprudelt, das ist schon phänomenal. So, das war jetzt auch wieder ein Thema... Was viele triggert, meinst du? Triggert und Angst macht. Oh, aber ist aber lustig, dass dann automatisch, also ausgerechnet jetzt dann Hanf legalisiert wird im April. Das müsste ja dann die Menschen, die gegen Hanf sind, so richtig triggern. Die dürften ja dann... Das sollst du gar auch. Nicht, die dürften ja dann gar nicht mehr verstehen, was die Politik jetzt drehen sie ja ganz am Rad. Ja, genau. Nee, sie dürfen, bevor sie gehen, dürfen sie genau das, was sie verboten hatten, weil es eine Heilpflanze ist, den Menschen nochmal genau zeigen, warum, beziehungsweise... Sie dürfen es nochmal richten, nochmal klarstellen, dass es eben keine Droge ist. Ja? Und wer kann das am besten in den Menschen umwandeln als die Regierung, auf die sie ja alle noch hören? Ja? Deswegen ist es wunderbar, wie es ist. Deswegen sage ich jetzt zum Abschluss, alle Heilkräuter, die es gibt, sind meist ja für Verletzungen. Cannabis ist für die innere Heilung. Es löst Synapsen und lässt euch eure Impulse viel besser wahrnehmen. Und wenn ihr noch nicht mehr so im Ego seid,
werdet ihr euer Ego noch besser erkennen und es wird ruhiger werden. Umgedreht, wenn jemand stark im Ego ist, ist das natürlich das Bild, was man von jemandem bekommt, der das zu sich nimmt, ne? Der ja da so platt in der Ecke liegt. Wichtig ist zu wissen, geht jemand mit Angst an die Sache ran oder nicht? Wenn du mit Angst rangehst, dann wirst du deine Schattenseiten kennenlernen, so richtig kennenlernen. Wenn du aber offen daran gehst, ohne Angst, angstfrei, ja, ganz normal, ganz neutral, dann wirst du in dir was erleben, ja, wenn du es vorher noch nicht kanntest. Bei vielen Menschen, die es schon probiert haben und gesagt haben, euch, bei mir ist gar nichts passiert, das war zu dieser Zeit so, ja, aber man entwickelt sich ja weiter und dementsprechend kannst du selber schauen, was es heutzutage mit dir macht, ja. Viele Künstler, Sänger haben Texte so geschrieben aus Impulsen, weil die Impulse übergesprudelt sind, ja. Und wer sich dafür nicht interessiert, ist natürlich nicht offen für alles. Wir bieten ja nur die Heilung an für jeden selber. Ja, heilen kann sich jeder nur selber, also muss es auch tun. Und am allerbesten ist, dann machst du einen richtigen Schub, wenn du das selber anbaust. Wenn du es selber anpflanzt. Wenn du den Mut dazu hast. Ja, hast du den nicht, hast du Angst. Weil wenn du im Ego bist, dann hast du Angst. Und dann machst du das nicht. Oh, da könnte ja was passieren und all so Sachen. Genau. Klar, und dadurch ziehst du natürlich sowas an. Dann kannst du, das brauchst du dann gar nicht erst anfangen. Das sind auch die, die sagen, oh, die anderen machen das schon und bald wird's besser. Und ja, die sind ja angstfrei, die anderen. Aber wann bist du endlich angstfrei? So sieht's aus. Weil. Also nochmal ganz langsam. Angst ist eine Illusion in deinem Kopf, die es gilt, jetzt abzulegen, indem ich mich auch damit konfrontiere und sie als Illusion erkenne. So, aha, jetzt habe ich dich erkannt. Und das darfst du in Liebe gehen lassen. Und alles, was du in Liebe gehen lässt, was du nicht möchtest, muss verschwinden. Warum? Es geschieht immer nach deinem Willen und nach deinem Glauben. Also, jetzt geht's in die andere Richtung. Was möchte ich denn hier wirklich? Wie kann ich mich hier verwirklichen? Außerhalb des Systems, wie geht das? Und dann warte mal, was dein Herz dir alles sagt. Ja, da, manches dabei sind dann Hürden oder Prüfungen, weil du ja noch davor Angst hast. Durchlebe sie doch mal, was soll denn passieren? Tu es für deine Kinder. Tu es für deine Kinder, wenn du es schon nicht für dich tust. Ich habe immer gesagt, ich tue es für meine Kinder, ich möchte wissen, was hier los ist. So, und ich bin so dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Weil das hier ist ein ganz anderes Leben, wie das, was wir vorhatten. Und das ist erst der Anfang von dem, wenn unsere Kräfte richtig frei sind. Also ich lebe es schon. Ich lebe es schon. Ich habe einen Ex-Mann, mit dem lebe ich unter einem Dach. Und ich habe einen König. Und ich fühle mich genau so. Ja, ich fühle mich genau wie die Frau. Die ist die Stärkste in der Mitte. Und alle profitieren von ihrer Stärke. Ja? Das kann ich nur bestätigen. Und das sieht man. Und das fühlt jeder. Und das ist das, was hier alles wieder hochbringt. Die Frauen sind die Stärkeren, die das Gefühl haben. Und das ist dann, daran sieht man dann, wie eure Wertschätzung gegenüber eurer Frau oder eures Mannes ist. Also wenn wir jemanden treffen, stelle ich Brina jetzt nur noch grundsätzlich als meine Königin vor. Ja, Königin. Auch wenn wir sowas in dem Sinne nicht brauchen. Aber sie ist meine Königin, das ist nur unser Ding. Ja, ich stelle sie auf die höchste Stufe, obwohl sie nicht besser ist. Aber für mich ist sie die, die ich immer wollte. Wir haben uns auch gegenseitig gekrönt. Ja, mit einem Lorbeerkranz. Genau. Mit einem Lorbeerkranz. Einfach so, wir beide, keiner war dabei. Genau. Muss sie auch nicht. Nö. Das war ein Liebesgelübde, da muss man nicht heiraten. Oder geschieden sein oder was. Das ist ja weltlich, hat ja mit uns nichts zu tun. Ja, wahre Essenz findet sich immer wieder. Ja, diese erste Liebe, was ich vorhin sagte, Wonder Woman rettet ihn, er sieht als allererstes sie, natürlich ist er sofort verliebt, so wie das Kind sofort zur Mutter muss. Ja? Besten ist natürlich, wenn der Vater dabei ist. Ich war dabei und werde es nie vergessen. Diese Geräusche, die ich da gemacht habe, wie ein Löwe, ja? Es war total verrückt. Und wenn man sich so liebt, dann ist es auch vollkommen egal, ob der Mann einer Frau hinterher guckt oder nicht. Früher waren sie alle hübsch. Warum sollte man denn dann eifersüchtig sein, wenn der Mann hinter einer Frau her schaut? Ich schaue ja selber gern hinter einer Frau her. Ja und? Ja. Wir erfreuen uns an der Schönheit der Welt. Nee, ich will nur sagen, dass es da sowas wie Neid, Eifersucht nicht gibt. Nein. Übrigens, Schönheit ist dehnbar. Man kann jetzt nicht sagen, das ist schön, sondern ich weiß, wie das ist, weil viele, die eigentlich normal sind, die sich ja noch verstecken, fühlen sich jetzt getriggert oder
Jetzt tun Sie über das Äußere urteilen. Nee, 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 dann habt ihr den Sinn nicht verstanden. Das sagt ja nur das Ego sowas. Sondern eine Ausstrahlung geht immer mit einer äußeren Verwandlung einher. Ja, also dein Inneres strahlt sich auf jeden Fall auf deinen Körper und auf deine Rausgehensweise an, wie du rausgehst. Das ist ganz normal, weil du versteckst dich ja nicht mehr. Du willst jetzt gesehen werden, aber nicht, weil du das brauchst, sondern weil sie das brauchen. Sie brauchen dieses Licht von dir, von uns. Und das geben wir natürlich gerne. Das ist das. Liebe kannst du immer geben. Du kannst zu jedem sagen, ich liebe dich. Da kann keiner was dagegen sagen. Niemand. Aber wenn du sagst, ich hasse dich, wirst du das selber erfahren. Weil wir hassen niemanden. Weil wir alle mit einschließen. Und nur so kann geheilt werden, in Liebe. Wenn ich etwas ablehne, kann es nicht in Liebe geheilt werden. Wenn es da noch was zu heilen gibt. Ja? Aber das kann jeder nur selber. Wir können nur zeigen, wie es geht. Und wir würden uns freuen, wenn da jetzt welche sind, die sich mal zeigen, was sie vorher noch nicht getan haben. Ja, vor allen Dingen freuen, wenn es jetzt immer mehr Menschen gibt, hauptsächlich Frauen, die sich ihrer Urmutterkraft bewusst werden, die in jeder Einzelnen immer noch steckt. Ja? Genau das. Das darf jetzt rauskommen. Wir müssen uns hier nicht mehr verstecken. Wenn ihr in kleinen Schritten anfangen wollt, fangt mit einem an. Macht ab jetzt ein Bild bei WhatsApp rein, bei Telegram oder hier auf YouTube, wo auch immer. Macht mal ein Bild von euch rein und zeigt euch mal. Viele sagen, ich kann das nicht. Liebe Frauen, liebe Ladies, liebe Girls. Wisst ihr eigentlich, dass Frauen das erste Computerprogramm erfunden haben? Es heißt nicht umsonst Motherboard. Ja? Und ihr könnt das nicht? Aber sicher könnt ihr das. Das ist die kleinste Hürde von allen. Die könnt ihr jetzt mal überspringen und zeigt euch mal. Nur so ein Denkanstoß. Geht nicht, gibt's nicht. Überhaupt nicht. Ja? Genau. Werdet euch euren Ursprung bewusst und dann wisst ihr, wir haben hier eine Aufgabe, das Ganze wieder ins Matriarchat zu rücken, das Patriarchat dadurch aufzulösen. Deswegen ist auch der Frauenfußball so am Kommen, nur mal so nebenbei. Ja? Schaut sie euch mal an, die sehen aus wie Amazonen. Und was die Männer dagegen immer sagen oder denken über die Frauen, oder es wird ja auch nicht viel gezeigt von den Frauen. Ja, Frauen kriegen auch kein Geld dafür. Wenig. Und spielen aber viel, viel besser als die Männer. Vor allen Dingen liegen sie nicht so oft am Boden und schwalben vor sich rum. Das ist, ja, da müssen wir wieder hin. Ja, ja. Auch die Frau hat den Fußball erfunden und nicht nur das. Olympische Spiele. Alles. Alles. Es wurde alles damals dann umgewandelt in brutrünstige Kämpfe und so ein Mist. Nein, es ist Zeit für Apokalypse. Ja. Jetzt. Und nicht er wird irgendwann kommen. Sie wird kommen und sie ist schon längst da. Damit ich stehe stellvertretend für die Urmutter hier. Damit ist einfach gemeint die Urliebe. Sie, genau. Die Urliebe, das ist keine Persifikation von jemand, sondern die Urliebe, die in jedem steckt. Das ist damit gemeint. Ja, deswegen wird es im Patriarchat gezeigt, da kommt der Erlöser. So, angeblich vor 2000 Jahren wurde das schon gesagt. Ja, wie lange sollen die Leute warten? Ich meine, noch schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, also muss doch an der Geschichte was nicht stimmen, weil wenn ich so eine Art Erlöser wäre, ich hätte hier schon längst eingeschritten. Geht aber nicht, weil das nicht so funktioniert. Es funktioniert nur durch Liebe, weil... Siehst du ja auch in der Bibel, was steht, wenn der Erlöser kommt, was hier alles zusammenbricht und kaputt geht? Und ja klar, die Ego-Welt bricht zusammen. Ja. Natürlich, das Staatskonstrukt bricht zusammen. Ja, natürlich. Das Konstrukt Preußen bricht auch zusammen. Ja, natürlich. Weil das nicht der Ursprung ist. Deswegen wird Alois Ehlenmeier so hochgehoben und Baba Vanga zum Beispiel, oder wie heißt sie da? Baba Yaga. Baba Yaga und die Okkultisten. Da wird ja vorgewarnt, im Christentum. Na klar, Angst gemacht wird. Mhm. Genau. Ich brauche jetzt keiner drunter schreiben, wir wissen schon, wer gemeint aber ist. Aber Jäger ist genau das für die Russen, was genau der Ursprung ist. Die Urmutter. Genau das ist es. Und sie haben so viel Wissen noch in sich, die Kultur inne. Und genau das ist das, was sie schützen. Und deswegen wurden sie so, angemacht, ne? Die bösen Russen. Nein, aber es ist... Wenn du dir deines Ursprungs bewusst wirst, verstehst du, weil Gegenwart, also nicht Zukunft, sondern Gegenwart beweist Vergangenheit. Weil wir sind ja immer im Hier und Jetzt. Und hier wird sie offenbart. Nicht in der Zukunft, sondern hier, jetzt. Ganz genau. Ja?
Deswegen heißt es hier nicht warten. Schau immer hinter den Vorhang. Und mal nochmal schauen, wo habe ich denn Mangeldenken? Selbstverständlich im finanziellen Bereich. Selbstverständlich im ich bekomme zu wenig Liebe Bereich. Selbstverständlich im ich liebe mich nicht genug Bereich. Ja? Wie kommt man in die Fülle? Wie bekommt man das alles? Wenn ich mutig bin. Wenn ich es möchte, von ganzem Herzen, sagt ja der Satz schon, dann muss es in Erscheinung treten in meinem Leben und in meinem gesamten Umfeld und in meinem Universum. Weil du Schöpfer bist. Du bestimmst, wie dein Leben verläuft. Ich glaube, wir haben hier jetzt genug Impulse gegeben, wo auch dann keiner dagegen sprechen kann, weil die Beweise sind da. Im Gegensatz zur Jesus-Geschichte sind die Beweise sehr schwammig. Ja? Irgendwann wird auch diese Jesus-Lanze, die ja auch in Deutschland ist, bestimmt noch eine ganz wichtige Rolle spielen mit der vergoldeten Spitze. Wer hat die Speere erfunden? Also, wenn ihr noch an Jesus und Gott glaubt, schaut doch mal, was davor war. Es geht immer um die Urinformation, ja? Nicht um das, was daraus gemacht wurde. Und was fühlt sich denn richtig an? Verbote, Gebote, Beten oder Dankbarkeit und Liebe? Stell das mal gegenüber. Was fühlt sich richtig an? Ein Kind kommt aus Gott heraus oder ein Kind kommt aus einer Frau heraus? Die Frau mit dem Blut, die das Leben dadurch ermöglichen kann, durch ihr Blut. Ja, fließt ja bei jeder Frau, die nicht befruchtet wird, einfach frei raus. Du meinst wie bei einem Huhn. Wenn ein Huhn nicht befruchtet wird, kommt das Ei einfach immer wieder raus. Und bei der Frau auch. Das ist natürlich so winzig klein, das Ei, nicht so wie beim Huhn. Also du meinst, das Nest in dir wird jeden Monat erneuert? Ganz genau. Es wird jeden Monat vorbereitet. Für ein Ei, was darauf wartet, befruchtet zu werden. Du meinst dieser eine, der sich da durchschlängelt, ja? Nur dieser eine. Es gibt auch nur einen König. Ja, nur dieser eine, der sich unter diesem ganzen, durch dieses ganze Wirrwarr gekämpft hat alleine bisher, aber sich hat finden lassen, weil die Frauen finden die Männer, nicht umgekehrt. Aber erst, wenn die Frau soweit ist. Dann. Voraussetzung eigentlich. Ne? Also, ich glaube, hier war jetzt genug drin, ne? Ja. Wie gesagt, wenn du so lange durchgehalten hast und hast es verstanden, dann herzlichen Glückwunsch, super, geil. Für alle, die es halt nicht so, ja, wie ich ja sagte, ich habe gemerkt, wie es ist, wenn das Ego das hört, einfach nochmal hören und zwar in einer guten Minute, nicht jetzt, ich muss jetzt irgendwas gucken oder ich höre mir das nochmal an, sondern was haben die denn da wirklich gesagt? Ich höre mir das nochmal an. Ja, wenn du dich nicht so gut konzentrieren kannst, also still sitzen und hinhören, einfach eine schöne Hausarbeit nebenbei machen, ja, und das laufen lassen. Genau. Das geht dann Hand in Hand, das ist wunderbar. Viele beim Autofahren. Wunderbar, ja. Aber durchspulen habe ich gleich gesagt, wer hier durchspult, der soll noch auf andere Kanäle gehen, das bringt dann hier nichts. Ja, der versteht halt auch die Zusammenhänge noch nicht, geht ja auch noch nicht. Guck mal, wenn ich überlege, was wir hier sagen, wenn ich selber gucken würde vor 3-4 Jahren und hätte uns gehört, ich hätte nur gedacht, ach du meine Güte, was labern die denn da? Ich hätte es nicht verstanden, weil ich noch gar nicht so weit war. Aber das ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen normal. In der Zeit sehnt man sich noch nach dem, was man eigentlich, wenn man schon weiter ist, dann findet. Nach dem sehnt man sich in dieser anderen, in dieser Zeit noch, weil man es ja noch nicht gefunden hat. Sich selbst, ja. Und es ist ganz einfach, bei anderen das zu sehen. Egal, ob sie Podcasts, Videos oder was auch immer machen, wer nicht über Selbstliebe und nicht, vorher war es ja bei uns jetzt nur die Selbstliebe, jetzt kommt aber noch was dazu, wer dazu nicht auch über den Urstamm, die Urmutter spricht, ist dann noch woanders unterwegs, weil diese zwei Dinge eigentlich das Wichtigste sind. Ja? Ich sagte schon, die Mutter Gottes, sie war doch zuerst da, das sagt die Geschichte schon. Ja. Das heißt Matriarchat. Dann kam einer von Göttern, also ein Mensch, hat sich erhoben, hat die Oberhand übernommen, hat immer frei rausgebrüllt, die sind böse, die sind das und das Volk, ja, wir müssen sie hängen.
hat das Patriarchat mitgemacht. Das Gleiche ist heute modern. Aber es ist Zeit, es zu beenden. Und wer kann das? Nur wir selber, wenn wir uns unseren Ursprungs bewusst sind. Dann verstehen wir eigentlich alles. Und das ist genau das, wovor das Patriarchat Angst hat, dass die Frauen sich ihren Ursprungs bewusst werden. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wisst ihr, was das bedeutet im Endeffekt? Wenn du nur noch pure Liebe lebst, und ich meine wirkliche Liebe, nicht das, was viele glauben, ich bin in der Liebe, sind aber nicht offen, das ist es nicht, muss ich ganz klar jetzt sagen. Wenn du das bist, erreichst du hier alles, was du willst. Aber das ist etwas ganz anderes wie in der Welt hier draußen. Weil das ist Liebe für alle, und zwar vorzuleben mit den Dingen, die ich dazu in dem Moment benötige. Das hat nämlich nicht mit Habgier oder Macht zu tun, sondern normaler Zustand. Fülle ist ein ganz normaler Zustand, der dir aber nur gegeben wird, wenn du rein, immer mehr reinen Herzens lebst. Und das natürlich auch zeigst und dich so zeigst. Und dich liebst, weil du es tust. Das alles ist es. Es sind ganz viele Bruchstücke, die da zusammenzählen. Aber es wird im Endeffekt ein Ganzes, und dieses Ganze kannst du immer gleich nennen. Du bist Liebe. Und genau das zeigst du. Und da kann sich niemand gegen wehren, und das wird auch niemand abweisen. Alles andere hat ja nichts mit Liebe zu tun. In dem Sinne, obwohl es auch aus Liebe entstanden ist oder entsprungen ist, damit wir uns wieder erkennen. Ja? Werdet wie die Kinder. Hört auf, alt zu werden. Und in diesem Sinne wünschen wir frohes Recherchieren. Und wir freuen uns über jeden neuen Kanal. Übrigens haben sich auch, ich hatte noch einen kurz, den hatte ich vorhin schon, haben sich viele Kanäle damals aufgrund von unseren Kanälen gegründet. Ja, die haben gesagt, wow, du warst damals ja noch Weltfrieden 2020, boah, du warst voll der Mega-Impuls für uns oder ihr. Ich habe einen Kanal aufgemacht, die habe ich ja immer dann gepusht. Du kannst heute mal gucken, wie viele Kanäle davon noch da sind, die haben alle aufgegeben. Du warst ja aber der Stamm. Und von dir aus sind einige entstanden, immer wieder kleinere, wie eine Mutter, die ganz viele Kinder kriegt und ganz viele Stämme daraus entstehen. Und irgendwann, alle Wege führen nach Rom, finden sie den Urstamm wieder. Irgendwann sind sie sich bewusst, sie müssen schauen, wo komme ich denn her? Jeder will wissen, wo komme ich her? Das ist der Urstamm. Ich hatte jetzt letztens einen, der wollte gar nicht wissen, wo er herkommt. Da habe ich gesagt, gut, da weiß ich ja nur, wo du stehst. Fehlende Liebe, aber sowas von. Es ist eigentlich immer fehlende Liebe. Egal, um was es geht. Es ist fehlende Liebe in dieser Beziehung. Patriarchat ist keine Liebe. Nee, gar nicht. Wer sagt, wir müssen Kriege führen, um Frieden zu bekommen, der wird immer auf der Stelle treten, weil es ewig so weitergeht. Weil er daran glaubt, dass es so ist. Weil er in diesem Konstrukt festhält. Naja. Aber wenn man weiß, dass es einen Ausweg gibt. Die Tür ist schon längst offen für alle. Die war auch nie zu, sie war nur verdeckt. Wie unsichtbar. Aber jetzt geht sie vor dir auf. Wie viele sind schon aufgewacht oder sind immer noch dabei, immer stärker in dem alles wissen zu wollen, wo sie herkommen, warum alles so entstanden ist, warum wir das da draußen haben, was wir haben, wo immer gedacht hat, jeder, man kann es nicht ändern. Doch, man kann es ändern. Wenn du immer weiter gehst, immer weiter, wirst du immer mehr Erkenntnisse darüber bekommen, dass du es ändern kannst. Und die, die es vorleben, die machen den Anfang. Und jeder wird dahin kommen, weil alle Wege dahin führen. Und umso stärker das wird, umso präsenter wird es natürlich auch in der Welt. Und dann ist diese Kettenreaktion vorprogrammiert. Und da stehen wir jetzt kurz davor. Weil wir es auch jetzt heute hier gesagt haben, warum der Krieg in der Ukraine ist. Und wenn es jetzt nicht Klick macht, wenn jetzt jemand denkt, da haben sich eine Geschichte zusammengesponnen, nee. Der hat noch ein riesengroßes Ego. Nee, die Beweise sind überall, ihr müsst nur selber einfach mal schauen. Ja? Mhm. Das ist, wir erzählen ja nicht einfach irgendwas. Und selbst der Name Skythen ist jetzt auch nicht wichtig, ob der so stimmt oder ob es noch andere davor gibt. Wenn das kommt, werden wir das auch noch rausfinden oder einer von euch. Genau, aber wir müssen ja nichts mehr auf dem Silbertablett servieren. Haben wir doch gerade schon wieder. Ja, die Impulse. Ja. Aber wir machen jetzt hier keine Bilderreihe oder was irgendwo geschrieben steht oder sonstiges. Ja, ein paar habe ich eingeblendet zum besseren Verständnis, aber nur ein paar. Die Karte ist ganz wichtig. Die Karte, klar. Die Karte ist sehr wichtig, wenn man das kapiert, was diese Karte aussagt.
Dann weiß man, dass das alles eins war. Früher Eurasien, später Frankenland, dann Preußen, Westpreußen, Ostpreußen. Es wurde geteilt. Europa und Asien auseinandergenommen. Das vorher, das war das Erste. Genau. Das war das Erste. Aber das ist wie bei der Zellteilung. Zuerst ist es eins und dann wird aus einem zwei gemacht. Und aus zwei resultiert dann wahrscheinlich viel. Irgendwann waren es mal sieben. Ja, irgendwann fing halt auch alles mal an, bis diese sieben Stämme im Matriarchat alle zusammen waren. Also bis sie, es waren dann bis anscheinend zu der Christianisierung, würde ich jetzt mal einfach so frei raus sagen, sieben Stämme. Ja, die kommen aber nicht aus einem Vater oder aus einem Adam oder... Wieso heißt denn sieben Weltmeere? Mare, ja. Mare ja. Maria. Weil früher war es so, die Frauen, die haben die Männer genommen mit ihren Gütern und im Patriarchat war es dann so, dass die Mädels aus ihren Adelshäusern mit den Gütern der Eltern zu den Männern geschickt worden sind. Und also die haben sie ihnen abgenommen. Es wurde genau alles, genau, sie wurde komplett entmündigt. Dahingegen hatten die Frauen im Matriarchat, hatten die Männer eher gesagt, auch was zu sagen. Ja, das waren keine Sklaven oder Untertanen, die hatten doch genauso was zu sagen, weil das war alles in Liebe. Ja, und dann irgendwann muss es eskaliert sein halt. Irgendwelche okkulten Mächte haben sich zusammengetan und haben die Ego-Welt... Sie haben Magie fürs Ego benutzt, so kann man das nennen, ja? Andere nennen das schwarze Magie. Du kannst Magie natürlich aus dem Ego führen oder eben aus Liebe, aber eigentlich brauchst du sie gar nicht. Was bedeutet denn Magie? Magie bedeutet doch einfach nur, deinen Glauben einzusetzen. Die Magie deines Glaubens, weil wenn man weiß, man kann seinen Glauben so krass stärken, dass du weißt, du kannst einen riesen Berg versetzen. Dann ist es einfach nur, es ist gar kein Zauber, es ist einfach nur der Glaube. Ja? Ja, natürlich. Ich sage aber, du kannst es natürlich auch scheinbar negativ anwenden. Wenn du die Konsequenzen tragen willst, komm, mach doch. Wird dir aber nichts bringen. Du wirst sterben. Ob du in Liebe und deinem starken Glauben erschaffst oder in die andere Richtung, ist es beides immer möglich. Patriarchat ist auf mehr Kopf-Ego-Welt getrimmt. Mit vorgegebenen Geschichten. Bescheißen und Lügen. Und mit vorgegebenen Konzepten, wie die Menschen zu leben haben. Und das wollten diese ganzen Kulturen, die eben immer noch bestehen, nicht mitmachen. Eine Frau wollte nicht über sich entscheiden lassen, du musst jetzt Sex haben mit dem und dem und musst die Klappe halten. Oder Hochzeit, hast nichts zu sagen, du wirst einfach an irgendwen verheiratet. Das sind alles, das ist Patriarchat. Ja, eine Frau, eine wahre Frau lässt sich nicht beugen. Deswegen sind sie ja früher verbrannt worden oder gesteinigt oder kamen in Kerker oder was. Weil sie kein Geständnis rausgekriegt haben. Nein, natürlich gab es welche, die haben sich noch erpressen lassen, ja. Aber selbst die wurden dann auch umgebracht, ja. Genau. Weil für die Römer gab es was, es gab eigentlich nichts Schlimmeres wie einen Verräter. Selber wenn er denen geholfen hat, wurde der Verräter auch umgebracht. Es gab nichts Schlimmeres wie einen Verräter. Nicht zu verwechseln mit einem Spion, der etwas Gutes vorhat. Nicht zu verwechseln, ja. Das ist was anderes. Der ist eigentlich eher irgendwann unparteiisch, weil er sieht ja beide Seiten. Genau. Er kann sich dann selber ein Bild machen. Er kann sich entscheiden, für welche Seite bin ich denn jetzt. Ganz genau. Und nichts Vorgegebenes. Das ist wie beim Streit. Wenn du nicht mit beiden gesprochen hast, musst du ja beide Seiten anhören. Musst dir beide Seiten anhören. Auch bei Erwachsenen auch. Mhm. Wobei da ja immer dieselben Dinge sind. Bei Kindern sind es Kleinigkeiten. Deswegen dürfen die Menschen jetzt mal gucken, was wir hier leben. Ein Patriarchat. Und die andere Seite sich auch anschauen, was vorher war. Das Hühnchen, das Huhn. Und dann darf sich jeder bewusst werden, wir müssen wieder zum Ursprung zurück. Und dann kommen die Fragen, ja, wie geht das? Wie machen wir denn das? Das wird dein Herz dir sagen. Ja? Ja, Impulse. Genau. Wir freuen uns über eure Impulse. Hoffentlich zahlreich, sage ich mal hier. Hoffentlich ganz, ganz viele, bei denen es gerade Boom macht und die dann auch Videos machen darüber und das allen mitteilen wollen. Das wäre auch so ein Wunsch von uns, damit die Wahrheit jetzt ans Licht kommt. Es will doch jeder die Wahrheit. Ja, dann fangt an, jetzt die Wahrheit zu leben. Genau. Ohne Kompromisse. Genau. Ohne Grenzen, ohne Angst. Also liebe Muttis, hauptsächlich Muttis, liebe Kinder, liebe Männer, ich liebe euch alle. Und wenn ihr euch erstmal euren Ursprungsbewusst seid,
Na, da macht's richtig Boom hier. Da freue ich mich drauf. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. I remember the day when our eyes finally met. It is a day I'll never forget. The months of hearing that tiny heartbeat, the gentle push of your hands and feet. My heart so filled with love, loving care, knowing in that moment I'll always be there. 'Cause a mother's love is always strong. When things go right and terribly wrong, though distance may keep us apart, you'll child to troubled teen, and all the years that were in between. Life's journey made you wise and strong as you searched to find where you belong. I saw the pain you tried to hide. My strength I lent you every time. I'm always at your side. 'Cause a mother's love is always strong. When things the inner strength that's found its way. One day it will be yours to share with the young child you someday bear. 'Cause a mother's love is always strong. When things from my heart.